Also, da sind wir in Victoria 3 und ihr seht hier unser tapferes Skandinavien. Das erstreckt sich aber nicht nur von Grönland über Island bis zum eigentlichen Skandinavien. Nein, wir haben auch Kolonien. Hier zum Beispiel. Ich muss gerade gucken. Hier. Ja, diese beiden kleinen Inselchen, die skandinavischen westindischen Inseln, die haben wir von Dänemark bekommen. Und dann haben wir hier eine Kolonie. Togo, skandinavisch Togo tatsächlich, mit schönen Feldern. Ja. Was könnte das denn genau sein? Ich schau mal ganz schnell. Holzfällerlager. Schaut mir aber, das hier sind die Holzfällerlager. Fischereianleger müssten an der Küste irgendwo sein. Vielleicht hier. Ne, da sind wir schon ziemlich zu weit weg. Das ist schon nicht mehr unser Gebiet. Hier müsste es irgendwo sein. Hier wahrscheinlich. Was sind diese Felder hier? Das sind Kaffeeplantagen, Färbemittelplantagen, Tabakplantagen und Viehhöfe. Genau, und einen Hafen haben wir auch gebaut. Der wird hier unten irgendwo sich verorten wahrscheinlich. Ja, das ist skandinavisch Togo, aber damit nicht zu. Damit sind wir noch nicht durch. Es geht noch weiter. Wir haben hier unten Herero. Das Herero, also Herero ist hier das unkolonisierte Gebiet bisher. Und wir haben hier schon ein bisschen kolonisiert. 149 Tage noch bis zur nächsten Ausbreitung. Lebensstandard ist 20,1. Das ist sehr schön. Das sind unsere Arbeiter, Büroangestellten und Bürokraten. Die schauen jetzt aber nicht so wie Einwohner von Hereroland aus. Es schaut eher aus, als wären Skandinavier dahin gewandert. Kann das sein? Ich muss mich gleich mal der Bevölkerung anschauen. Teilstand Hereroland. Schwere Malaria wurde aber bekämpft durch unsere Wissenschaft. Und wir haben 2 von 8 Infrastruktur. Da müssen wir auch mal ein bisschen was machen. Vielleicht noch einen weiteren Hafen bauen. Steuerungskapazität ist natürlich mehr als ausreichend. Aber was haben wir hier schon gebaut? Eine Kohlemine und einen Hafen. Und ein paar Arbeitslose haben wir dadurch. So, die Bevölkerung ist tatsächlich zur Hälfte. 12.000 Leute sind schwedisch. 7.000 Leute sind dänisch und nur 3.000 Leute sind hereronisch. Das wird die normale, natürliche Bevölkerung hier sein, wahrscheinlich. Protestantisch und animistisch. Das passt ungefähr zu den Zahlen hier, obwohl die Hälfte der Hererona ist dann offensichtlich auch protestantisch geworden. Hauptsächlich Arbeiter, Büroangestellte, Bürokraten, Intellektuelle sind hier viele, warum auch immer. So, sehen wir hier ein paar Hereroana. Wahrscheinlich wenn dann bei den Arbeitern hier, schätze ich. Dänisch, Isländisch, Dänisch, Hereronisch, da sind sie ja. Und die sind tatsächlich protestantisch oder eben animistisch. Die arbeiten im Hafen. Ah ja, politisch inaktiv sind die. Wahrscheinlich, weil sie auch unterdrückt werden, oder? Schätze ich mal. Die gehören wahrscheinlich nicht dazu zum offiziellen Standard des Ganzen. Ja, das sind so die Informationen hier, die speziell zu diesem Gebiet, also diesem Staat, die heißen ja Staaten offiziell, die Gebiete hier, zu diesem Gebiet dazugehört. Da sehen wir auch nochmal genau, welche Gebäude wir haben. Holzfällerlager 0, Fischerei 0. Alphabetisierung ist sehr hoch, muss ich sagen, dafür, dass wir hier in diesem Hereroland sind. 63%, okay. Bruttoinlandsprodukt ist aber sehr, sehr gering. Aufräumen, ein bisschen war es, Infrastruktur, ja, und Ausgaben. Sehr schön. Okay. Gut, und dann haben wir hier unten eine ganz neue Kolonie gegründet, nämlich Namaqualand. Hier in Nama. Da haben wir offensichtlich noch nicht viele Schweden. Infrastruktur nur von 3. Das heißt, hier müssen wir bald mal einen Hafen bauen, würde ich sagen. Und eigentlich können wir den auch sofort bauen. Ja, eigentlich können wir den sofort bauen. Komm, bauen wir sofort einen Hafen hier. Wir haben genug Geld, wir sind im Plus, obwohl wir den Hafen bauen. Schaut mal, was wir hier alles bauen. Wahnsinn. Schwefelminen hauptsächlich. Und eine Munitionsfabrik, richtig, um hier das Problem in den Griff zu bekommen, dass wir brauchen tatsächlich. Wo steht das denn? Hohe Spannungen, was denn? Zwischen Skandinavien und Nama und Herero. Uiuiuiui. Auch zwischen Barotse, Zwawana und Ovimbundu. Wahrscheinlich, weil wir die kolonisieren, das mögen wir nicht. Schätzen wir mal. Hier war einige Staaten in Aufruhr. Das ist auch noch nicht so schön. Da muss man vielleicht auch noch was machen. Produktive Handelsrouten. Konvois brauchen wir mehr. Eisen ist teuer und Munition ist teuer. Genau, das ist das Problem. Da gehen wir aber. Das gehen wir aber an, indem wir ein Munitionslager bauen. Oder eine Munitionsfabrik bauen. Sehr schön.
wollen uns immer noch eine Verpflichtung verdienen. Müssen wir mal gucken, ob nicht vielleicht demnächst mal ein Krieg ausbricht, wo wir uns auf eine Seite schlagen können, indem wir eine Verpflichtung von einem anderen Land fordern. Wäre vielleicht nicht schlecht. Und gut. Jetzt sind wir leicht im Minus, weil wir noch den Hafen bauen. Beziehungsweise überhaupt bauen, ja. Aber nur leicht im Minus, das ist okay. Wir haben insgesamt 3,95 Millionen Schulden. Die würde ich gerne abbauen. Das sollten wir demnächst auch machen. Also ich werde das hier mal so durchlaufen lassen und dann sollten wir ein bisschen sparsamer sein und sollten ein bisschen bauen. Sollten eben nicht mehr bauen, sondern sollten ein bisschen sparen, das wollte ich sagen. Genau. So, schauen wir mal hier ein bisschen diese Informationen an, oder? Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von 38,7, damit sind wir Nummer 10 weltweit. Das ist schon sehr schön. 72,9% Alphabetisierung, da sind wir mittlerweile Nummer 9 weltweit. Da sollten wir vielleicht auch gesetzlich mal was ändern an dieser Alphabetisierung. Dann 19,4 als Lebensstandard, da sind wir Nummer 4 weltweit. Sehr schön. Ist leicht gesunken, unser Lebensstandard. Ich glaube, das lag daran, dass wir Skandinavien gegründet haben. Die Bevölkerung ist gestiegen, das war auch, als wir Skandinavien gegründet haben. Da sind wir Nummer 19 weltweit. Und Radikale haben wir auch einige, 1,92 Millionen. Aber ich glaube, das ist schon wieder runtergegangen. Ich glaube, da waren wir schon bei über 3 Millionen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und Loyalisten, die sind leider auch runtergegangen. Warum sind die runtergegangen? Wegen doch ein Rückgang des Lebensstandards. Okay, verstehe. Ja, da müssen wir dran arbeiten. Was wollte ich hier denn gerade noch machen? Ja, genau, die Alphabetisierung. Können wir da was drehen? Ich schaue mir mal ganz kurz die Gesetze an. Hier haben wir nämlich die Kirchenschulen und eigentlich wären doch Privatschulen oder öffentliche Schulen sehr viel besser. Und ihr seht auch, von der Zustimmung her, Intellektuellen und Industrielle mögen Privatschulen und die Intellektuellen und Gewerkschafter mögen die öffentlichen Schulen. Die Privatschulen hätten den Vorteil plus 1,5 Wohlstand, Bildungszugang, plus 30% Politikstärke für die Intellektuellen. Und die Kirchenschulen, die haben plus 30% Bildungszugang. Hier haben wir plus 1,5% pro Wohlstand. Also das ist natürlich, weil man die Privatschulen selber zahlen muss, hängt das von der vom Wohlstand ab, wer dort den Vorteil hat, ne? Genau. Die Intellektuellen, die sind eigentlich gegen die Monarchie, also die möchte ich jetzt nicht zu sehr. Und hätten noch Bekehrung und, ja, und was hätten wir bei den öffentlichen Schulen? Auch plus 30% Bildungszugang und 37,5% Assimilierung. Ja, ich glaube, ich werde dann mal wechseln auf die öffentlichen Schulen. Das gefällt nämlich den Gewerkschaften und die sind ja wütend auf uns und ich glaube, das passt. Das machen wir mal. Probieren wir. Die Kirche findet es natürlich blöd, ist klar. Aber ja, kann man nichts machen. Die hat sowieso nichts zu sagen bei uns. Die ist zu klein. Schauen wir uns nochmal kurz an. Hier kann man das sehen. Die Kirche müsste hier sein, ne? Genau, die Kirche von Schweden mit 2,9% ist sie einfach zu unwichtig, zu unbedeutend. Deswegen interessiert uns nicht, wenn sie uns nicht mag. Ist tatsächlich so, wir müssen da ein bisschen pragmatisch denken. Gut, die Legitimität liegt weiterhin bei 99%. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Die Gewerkschafter werden ein bisschen zufriedener werden. Sind sie jetzt auch sogar schon. Aber es reicht noch nicht. Sie müssten noch ein bisschen zufriedener werden, damit sie diesen Dienst nach Vorschrift wegmachen. Aber der stört uns gar nicht so sehr. Der stört uns gar nicht so sehr. Plus 25% Migrationsanziehung wäre natürlich sehr schön. Dafür müssten wir die Intellektuellen noch ein bisschen glücklicher machen. Schaffen wir das? Naja, hier als Radikaler möchte er, glaube ich, die Monarchie die Monarchie interessiert ihn gar nicht so. Aber er möchte gerne ein allgemeines Wahlrecht und die Meinungsfreiheit einführen. Tja, naja, gut. Was war denn hier noch? Also einmal haben wir hier dieses... Genau, wir können hier mal gucken, dass wir vielleicht die Bildung auch nochmal weiter nach oben treiben. Im Moment geht das noch nicht. Was brauchen wir denn dafür? Steht hier irgendwas? Die Investitionsstufe dieser Institution kann nicht über ihr Maximum von 3 erhöht werden. Ja, das weiß ich, aber warum? Wie kann man sie auf die... Hier steht, glaube ich... Nee, das ist die Stufe, die wir gerade haben. Wie können wir die Bildung... Ich glaube, das ist wiederum über Forschung möglich. Wahrscheinlich hier bei Gesellschaft, schätze ich mal. Film wird es nicht sein. Auch wenn man sagt, Film bildet auch ein bisschen, ne? Ist das hier vielleicht? Da ist es nicht. Politische Aufwiegelung? Ganz sicher nicht.
Psychoanalyse, Massenpropaganda, das wird es alles nicht sein. Zentralplanung, Ausweisdokumente. Nee, das schaut nicht so aus. Vielleicht müssen wir doch unter Produktion gehen, aber nee, eigentlich nicht. Ne? Hier sind so Fabriksachen. Das ist es eigentlich auch nicht. Das muss schon bei Gesellschaft eigentlich sein. Ja, wo ich hier gerade sehe, Aufzüge und so weiter und Massenüberwachung und sowas, wir brauchen aber Elektrizität. Das wäre vielleicht noch ein Punkt, den wir hier in die Ziele reinschreiben können. Elektrizität einführen. Schreibe ich einfach mal rein. Probieren wir mal auch, ob wir das hinbekommen, die Elektrizität einzuführen. Also ich weiß jetzt leider nicht, wo wir die Bildung verbessern können. Können wir das irgendwie durch einen, wie heißen die nochmal, diese Dinger? Pop-up, genau, können wir das irgendwie durch ein Pop-up uns anzeigen lassen? Nicht so wirklich, ne? Ich würde gerne wissen, hier diese Stufen, wie man diese Stufen verändert. Da gab es, also ich erinnere mich, dass wir irgendwas gemacht haben, ich glaube, das war Forschung. Und dadurch konnten wir zum Beispiel auch hier eine höhere Stufe nehmen bei der Kolonie. Und hier eine höhere Stufe. Bei der Kolonie war es, glaube ich, diese Malaria-Geschichte. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Das müsste eigentlich hier sein. Ja, Antibiotika. Nee, hier Malaria-Vorsorge, genau. Plus 1 maximale Investition der Institution Kolonialamt. Richtig, genau. Da muss es doch wahrscheinlich doch hier irgendwo sein. Ich schaue es mir mal ganz kurz durch. Ob wir das hier nicht irgendwo finden. Da ist es nicht. Kameras haben wir schon. Realismus haben wir auch. Das kann es alles nicht sein. Das haben wir auch schon alles. Nee, das ist es alles nicht. Da ist es überall nicht dabei. Hier sind wir eh schon bald durch, oder? Warte, schaut euch das mal an. Hier sind nur noch wenige Forschungen bei Gesellschaft. Dafür beim Militär wahrscheinlich umso mehr, weil wir da noch nicht so uns wirklich dahinter geklemmt haben. So, ich schau mal kurz bei Produktion, ob wir hier vielleicht die Möglichkeit irgendwas mit der Schule haben. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber man weiß ja nie. Wir haben ja auch schon 1873, vor einem Jahr wurde das Deutsche Reich gegründet. Also nicht hier bei uns im Spiel, aber in der wirklichen Geschichte, muss man dazu sagen. Nee, also hier ist nirgendwo was mit Bildung. Was ja auch merkwürdig wäre, warum sollte denn vulkanisieren, was mit Bildung zu tun hat? Nee, leider finde ich das nicht. Vielleicht hat das auch andere Ursachen oder... Irgendwo, kann man das auch irgendwo anders einstellen. Ah ja, Missionare in Afrika haben wir hier noch. Eine Gruppe christlicher Missionare will unserer Kolonie in skandinavischen Heregoland die Erlösung der frohen Botschaft näherbringen. Die Verbreitung des wahren Glaubens ist ein wesentlicher Bestandteil des Kolonialvorhabens. Wir bekommen 100% Bekehrung, 50% Migrationsanziehung in nicht kooperierte Staaten und die Kirche von Schweden erhält Mission genehmigt für 5 Jahre. Das heißt, sie bekommt mehr politische Stärke und Interessengruppenzustimmung. Und die Spannung erhöht sich aber zwischen den Herero und den Skandinaviern. Oder wir sind für den Ruhm Skandinaviens hier, nicht für den Ruhm Gottes. Die Kirche findet das blöd und die Spannungen verbessern sich. Nee, wir wollen ja schon auch missionieren. Doch, das gehört schon zu so einer Kolonie dazu. Muss man wirklich sagen. Der Erfolg für die öffentlichen Schulen liegt bei 22,7%. Das ist schon ziemlich ordentlich. Wir sind jetzt auch wieder gut im Plus, was das Geld angeht. Haben wir unsere Staaten schon komplett inkorporiert? Ich denke schon. Ich schaue mal ganz kurz nach. Hier. Ja, wir haben sie komplett inkorporiert. Sehr schön. Inkorporierter Staat. Überall. Das ist gut. Den Aufruhr haben wir auch inkorporiert. Nein, das ist ein... Oh, schaut mal. Wir haben sogar in Goetheland 54% Aufruhr. Das ist schlecht. Was ist denn da los? Ich werde es immer noch nicht verstehen, glaube ich. Da haben wir noch 18 Jahre. Bei den Pelzträgern. So, wir gehen mal kurz nach Goetheland. Was ist da los? Warum haben die so einen hohen Aufruhr? 1,8 Millionen, aber es werden weniger.
Nur 4 sind arbeitslos, 0 sind Bauern. Geburtenrate sind 3,3%. Ja, die Sterblichkeitsrate 1,7%. Das heißt, dass die nehmen zu. Auch wenn sie die jährliche Migration nach sozusagen weg migriert von hier. Gut. Was haben wir jetzt für ein Problem? Ich werde es wahrscheinlich so nicht rausfinden. Da gibt es keine Übersicht, blöderweise. Das wäre der Markt, der hilft uns wenig. Die Bevölkerung könnten wir uns anschauen. Da sehen wir aber auch nur, dass sie wegmigriert. Hier sehen wir den Lebensstandard. Leidlich. Durchschnittliche Minimalerwartung 11,1 und sie haben 18,6. Also eigentlich sollte das passen. Sie sind über dem Lebensstandard, den sie erwarten würden. Achso, ich muss nicht weitermachen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es tatsächlich nicht und es wird auch nicht gut kommuniziert, was hier das Problem ist. Warum hier jetzt über die Hälfte radikal sind. Ich meine, es kann damit zusammenhängen, dass einfach diese Bevölkerungsgruppe, dass es zum Beispiel die Industriellen sind, die hier hauptsächlich am Werk sind, weil wir hier viele Fabriken haben. Oder es kann auch einfach sein, dass sie hier schlecht Geld, schlecht verdienen. Vereinigten Staaten von Amerika haben sich jetzt ein diplomatisches Spiel in Norddeutschland einmischen, okay? Das ist alles möglich, aber irgendwie ist es trotzdem merkwürdig. So, bürokratisches Defizit. Institutionen unseres Landes wachsen im Übermaß und werden überstrapaziert. Naja, wir haben doch 129 plus in Bürokratie. Das ist doch kein Problem. Ich verstehe das nicht. Also irgendwo ist da noch ein Fehler drin. Entweder in meiner Denke oder im Programm. Weil wir brauchen ungefähr... Nee, wir brauchen 65 pro Investitionsstufe. Stimmt. Das hier können wir uns nicht mehr leisten. Da hatte ich, glaube ich, auf Stufe 5 gestellt. Das war dann zu viel. Aber die beiden dürften kein Problem sein. So. Die beiden dürften kein Problem sein, oder? Jetzt müsste das doch wieder weggehen da oben. Geht nicht weg. Schaut das hier nicht darstellen, wie sich das entwickelt hat. Überall ist überall so eine Grafik, wie sich entwickelt hat, aber bei der Alphabetisierung irgendwie nicht. Komisch. Achso, es läuft wieder nicht weiter. Diese Pause-Taste immer. So, was haben wir hier? Österreich hat aufgehört, die Beziehungen zu verbessern. Mit wem? Mit uns? Seine Haltung uns gegenüber ist argwöhnisch, das ist schlecht. Eisen, Werkzeuge und Luxuskleidung werden billiger. Die Gewerkschafter sind jetzt bei minus 4, das ist gut. Das ist gut. Und die Landbewohner sind auch nicht mehr so sauer auf uns, das ist auch schön. Wunderbar. Nur die Kirche ist jetzt sauer auf uns, aber gut, damit muss man leben. Ja, kann ich ja verstehen, wenn die Kirchenschulen abgeschafft werden. Das muss doch jetzt passen. Achso, 65, stimmt, das passt nicht ganz. Das passt nicht ganz. Wir brauchen ein bisschen mehr Bürokratie. Das stimmt. Das ist rein mathematisch. Das ist richtig. Da muss ich gleich mal gucken, was wir da machen können. Wir können noch mal ein bisschen unsere Bürokratie einfach ausbauen. Was haben wir denn hier noch? Die Gesetze über ansteckende Krankheiten. Eine Interessengruppe, nämlich die Kleinbürger, ich glaube, das sind die mächtigsten bei uns im Land, ins Wehrland, angeführt von Thomas Berger, verlangt, dass die Regierung Position bezüglich der Prostitution bezieht. Sie bittet um die Durchsetzung von Gesetzen, die es der Polizei erlauben, Frauen, die man der Prostitution verdächtigt, in geschlossenen Heilanstalten festzusetzen. Die Begründung dafür soll sein, dass diese Frauen Geschlechtskrankheiten verbreiten. Naja. Gesetze über ansteckende Krankheiten beschließen. Swerland erhält Gesetze über ansteckende Krankheiten dauerhaft, minus 2 Lebensstandard für die Unterschicht. Kleinbürger finden es gut oder solche Gesetze sind unmenschlich. Ja, das würde ich mal sagen. Solche Gesetze sind unmenschlich. Die Kleinbürger sollen aber die Klappe halten. So. In dem Fall. So, wir sind leicht im Minus. Wie schaut es hier aus? Papierfabriken werden gebaut, die wir in Auftrag gegeben haben. Man sieht hier nicht gut, wo das gebaut wird. Ne? Wenn wir da drüber gehen, dann sehen wir das. Westnorwegen. Okay. Munitionsfabrik in Götaland. Das ist auch alles in Westnorwegen. Haben wir da so viel? Ja, da haben wir so viel Potenzial. Das ist schön.
Da haben wir, glaube ich, auch schon eine Eisenbahn. Ja, zwei sogar. In Ostnorwegen haben wir auch eine Eisenbahn. Und wie heißt dieses Gebiet nochmal? Hallo? Achso, da oben, Nordnorwegen, ja. Macht Sinn. Da haben wir auch eine Eisenbahn. In Norland haben wir, glaube ich, auch eine gebaut, richtig? Genau. In Svealand haben wir auf jeden Fall eine, ja. Da haben wir auch eine. Und in Skåne haben wir auch eine. Sehr schön. Auf Gotland wahrscheinlich keine, bin ich mir ziemlich sicher. Nein. Das da drüben ist ja Finnland, das interessiert uns nicht. Wie schaut es hier aus? Skandinavien. Da brauchen wir keine Eisenbahn, da brauchen wir Häfen. Da haben wir auch einen Hafen. Wie schaut es mit der Infrastruktur aus? Da schaut es gut aus. Und in Grönland schaut es auch immer noch ganz gut aus. Da könnten wir eventuell nochmal einen Hafen bauen, aber wir haben im Moment keine Arbeiter, die da überhaupt arbeiten können. Ja. Erübrigt sich also in gewisser Maßen. So, Ölmotoren, Lebensmittel, gut. Ja. Dann können wir eigentlich ein bisschen schneller machen. Im Moment ist hier nichts. Unser Kulinerei steckt in den Kinderschuhen, das ist richtig. Österreich ist hier sehr wankelmütig. Manchmal wollen sie unsere Beziehung verbessern, manchmal irgendwie nicht. Das macht kaum Sinn. Die Artillerie ist nicht teuer, der Tee ist leider ein bisschen teuer geworden. Können wir da vielleicht nochmal Tee importieren? Fleisch ist jetzt auch wieder teuer geworden. Da muss ich mir gleich mal angucken, was wir da für Verhandlungsrouten noch haben. Also, Eisen kann weg, das kann alles weg. Ich würde mal gerne nach dem Tee gucken. Neue Importroute Tee. Tee. Können wir aus Persien beziehen. Aber mit Persien haben wir keinen Handelsvertrag. Okay, das ist nicht gut. Und aus Sulu können wir es beziehen. Dafür bräuchten wir aber für beides Bürokratie. Das ist mir nicht so recht. Ja, ein bisschen Bürokratie hätten wir sogar übrig. Nehmen wir mal Persien. Ja, gut. Machen wir mal. Und der gute Nebeneffekt von den unproduktiven Handelsrouten ist ja, dass wir jetzt eigentlich genug haben, um das hier weiterzumachen, oder? Ja, jetzt macht er weiter. Hui, das ging jetzt aber schnell. Wir haben das Gesetz öffentliche Schulen. Das ging jetzt richtig schnell. Land unterworfen, das müssen wir uns gleich mal angucken. Öffentliche Schulen, das bedeutet, die Intellektuellen finden das gut, die Gewerkschaften finden das gut, nur die Kirche findet es blöd, sie ist aber randständig. Und deswegen interessiert uns das nicht. Ja. Land Fang hat eingewilligt, ein Protektorat Spaniens zu werden. Das ist interessant. Das ist interessant. Hier haben wir viele Sachen bekommen. Ich schau mal hier rein. Da müsste es ein bisschen übersichtlicher sein. Ja, hier. Wir haben die minus 10% Technikverbreitung, weil die Landbewohner unzufrieden sind. Wir haben minus 10% Technikkosten, weil die Streitkräfte zufrieden mit uns sind. Und wir haben minus 10% Technikkosten, weil die Intellektuellen zufrieden mit uns sind. Also unterm Strich haben wir gute Technikkosten, würde ich sagen. Guck mal, die kleinen Bürger möchten nicht mehr bei der radikalen Partei dabei sein. Verbindung zur Partei Linke, minus 10. Was soll denn das jetzt heißen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Derzeitige Parteizugehörigkeit, radikale Volkspartei. Verbindung zur Partei Linke, minus 10. Sehen wir da vielleicht ein bisschen, wenn wir hier reingehen? Nö, radikale Volkspartei, geführt von Thomas Berger von der Partei Kleinbürger. Also im Moment schaut es so aus, als wären die da dabei. Vielleicht sind die bei der linken, also im linken Flügel vielleicht dieser Partei. Ist nur ein bisschen merkwürdig, weil hier diese drei Punkte, die heißen normalerweise, dass sie irgendein Problem haben. Verbindung zur Partei Linke minus 5. Verbindung zur Partei Radikale Volkspartei minus 8. Derzeit Parteizugehörigkeit Radikale Volkspartei. Irgendwas hat sich da auf jeden Fall verändert, weil bei den anderen steht hier Verbindung zur Partei Radikale Volkspartei plus 15 und plus 23. Jetzt hat sich offensichtlich irgendwie eine neue Partei gegründet. Ah ja, hier, schaut mal. Das ist die neue Partei, die Partei Linke. Und bei den Kleinbürgern wird jetzt hier nicht mehr angezeigt, dass sie zur Radikalen Volkspartei gehören wollen. Was ein bisschen unglücklich ist, weil ihr Vorsitzender der Vorsitzende dieser Partei ist. Ja, das ist ein bisschen unglücklich, das ist tatsächlich so. Die möchten zu keiner dieser
Parteien gehören. Ja, die Parteien, die entstehen von alleine. Damit habe ich nichts zu tun. Die nächste Wahl wird sein 1874 im August. Also, ja, gar nicht mehr so lange hin. Weniger als ein Jahr. Ich bin gespannt, welche Parteien dann hier gewählt werden. Vorher hatten wir nicht die linke Partei. Wir hatten vorher eine andere Partei. Ich glaube, die, wie hieß denn die? Zentrumspartei oder so. Also, es war auf jeden Fall eine andere. Wir hatten die radikale Volkspartei und dann hatten wir noch eine andere Partei. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Hier noch 11 Wochen. 10 Wochen haben wir die Gesetzeshüter verbessert. Stahlbeton freigeschaltet. Sehr schön. Plus 15% Bausektordurchsatz. Das ist schön. Die Amerikaner, was haben die gemacht mit Norddeutschland? Kann sich nicht länger. Okay, die haben es wieder gelöscht. Und dann war irgendwas mit Österreich. Das habe ich jetzt verpasst. Na egal. Wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Oh, Stadt der Fülle. Die renommiertesten Mitglieder der High Society von Westnorwegen haben luxuriöse Partys in den neuen prächtigen Stadtgebäuden organisiert. Lasst sie feiern. Oder die Feier wird niemals enden. Ja, das ist die Frage, ne? Hier würden 10% der Oberschicht loyalistisch werden und hier haben sie einen höheren Lebensstandard, eine höhere Lebensstandardserwartung für die Oberschicht. Das schauen wir uns gleich mal an. Und da werden 25% loyalistisch. Moment, wo war das nochmal? Das war in Westnorwegen. Das muss man mal kurz angucken. Also Bevölkerung. Doch, hier sehen wir das genau. Gut situiert, das sind ja die Oberschicht. Die sind im Moment bei 31 und müssen mindestens 22 haben. Das heißt, diese 22 würden sich auf 25 erhöhen und sie sind ja bei 31 und das sollte passen. Das sollte passen. Also nehmen wir die Feier wird niemals enden für 9 Jahre. Dann sollten wir jetzt einige Loyalisten hier oben bekommen. Sprache im Klassenzimmer. Morsinische Schüler verwenden manchmal ihre Muttersprache in skandinavischen Schulen. Es wurde nun gefordert, dass Lehrer die Verwendung dieser Sprachen bestrafen und die Kinder zwingen sollten, die offizielle Sprache Skandinaviens zu sprechen. Ja, das ist halt so eine typische Kolonisierungsgeschichte, ne? Die Schule sollte ihnen beibringen, die richtige Sprache zu sprechen. Plus 10% der morsinischen Pops werden radikal. Und skandinavisch erhält linguistische Diskriminierung, 20% Assimilierung, 20% Radikale durch Diskriminierung oder ihre Sprache ist Teil ihres Erbes. Ja, also wenn wir historisch korrekt spielen, und ich glaube, ich tendiere da so ein bisschen dazu, dann müssten wir eigentlich die richtige Sprache hier einfordern. Und das machen wir auch. Ja. Die müssen hier Skandinavisch lernen. So, Frankreich hat jetzt ein Diplomatiespiel begonnen gegen Algerien, Vertragshafenforderung. Und jetzt wird es interessant, weil wir haben, also Frankreich hat eine Verpflichtung von uns. Ägypten kann sich nicht länger an Diplomatiespielen im Niger beteiligen. Okay. Was ich nachschauen wollte, gibt es hier irgendwelche neuen Expeditionen, die wir machen können. Der Wilde Westen und eine große Ausstellung. Die große Ausstellung geht immer noch nicht. Wir haben zwar inzwischen das Stadtzentrum von Sverland auf 20 erhöht, aber wir haben noch keine Universität, die Stufe 10 oder höher hat und wir haben auch keine Kunsthochschule mit Stufe 10 oder höher. Tja, dann wird es wohl erstmal nichts. Wie schaut es hier aus? Na, hier sind wir noch am Bauen. Jetzt haben wir wieder das Problem mit der Bürokratie. Das gibt es doch nicht, dass sie immer so schwankt. Merkwürdig. Der Norddeutsche Bund hat sich nicht vergrößert. Die Vereinigten Staaten hat Ärger mit Mexiko. Landbewohner wurde wieder deaktiviert. Okay. Wie schaut es hier aus? Opium ist natürlich immer noch sehr teuer. Ich gucke mal, ob wir das irgendwo herbekommen. Kaffee ist teuer, Tabak ist teuer. Da können wir was drehen mit unserer Kolonie. Da könnten wir was mit unserer Kolonie drehen, ja. Wenn diese Bauten hier durch sind, dann können wir uns um unsere Kolonie kümmern. Und Opium wollte ich gucken. Import von Opium. Hier. Sehr teuer. Sehr teuer. Wo kriegen wir Opium her? Von Opiumplantagen. Aber wer hat Opium? Können wir das uns anzeigen lassen? Hier. Und wir sehen es trotzdem, glaube ich, nicht. Wir sehen nur die Märkte, in denen wir handeln könnten. Da muss ich mal kurz gucken, ob wir das irgendwie anders hinbekommen. Hier vielleicht.
Oder hier über die, über den Markt. Wird uns hier vielleicht angezeigt. Ich schau mal ganz kurz. Das muss eher teurer sein, also muss es eher oben sein. Das ist Tee. Da ist Opium, oder? Ja. Ja, so wird es uns angezeigt. Okay, die hier handeln. Indien handelt mit Opium. Dann müssten wir hier eventuell Britisch-Indien. Nee, das ist falsch. Da müssen wir hier über die Politiklinse. Nee, das ist auch falsch. Da müssen wir hier über die Diplomatielinse ein Interesse erklären. Genau, wir können maximal 8 erklären. Das heißt, wir können uns hier in Nordindien ein Interesse erklären. Da müssten wir mit denen handeln können. Das dauert natürlich jetzt, bis sich das auffüllt. Zansch könnten wir theoretisch wieder rausnehmen. Aber lass uns das mal behalten. Wir könnten ein Interesse hier in den Vereinigten Staaten, da haben wir schon eins, ne? Genau. Neue Investitionsstufe für die Gesetzeshüter auf Stufe 4, sehr schön. Und fürs Kolonialamt auf Stufe 2, wunderbar. Dann kann ich gleich mal gucken, wie unsere Kolonien inzwischen gewachsen sind. Opium ist gleich gesunken. Kaffee, Glas, Tabak, alles teuer. Gucken wir mal, unsere Kolonien, wie sind, haben sie sich inzwischen entwickelt? Ja, doch gar nicht so schnell, wie ich gehofft hatte. Wie schaut es hier aus? Skandinavisch Togo. Die haben tatsächlich 105.000 Arbeitslose. Da können wir investieren. Ja, sobald hier ein bisschen was gebaut ist im Mutterland, werde ich hier mal investieren. Zum Beispiel auch einen neuen Hafen nochmal zu bauen. Ne? Ja, da kommen wir nämlich langsam an die Grenze. Das sollten wir noch machen, aber vielleicht vorher ein bisschen von unserem Minus runter. Wäre auch nicht schlecht. Und dann hier investieren in Kaffee, Tabak. Da können wir richtig schön investieren, denke ich. Tuchfabrik, Glasfabrik brauchen wir hier eigentlich gar nicht. Egal, lassen wir mal stehen. Und dann können wir hier nochmal gucken. Ich glaube, hier war aber hauptsächlich Kohle. Genau, sonst hatten wir hier nichts. Wie schaut es hier mit Hafen aus? Ja, geht noch. Kohlemine. Arbeitslose haben wir hier noch nicht wirklich. Und wie schaut es hier unten aus? Haben wir da gerade was? 7 Häfen? Haben wir da 7 Häfen eingestellt? Und in 7 Häfen? Das war jetzt gerade ein Fehler, glaube ich. Ein Hafen. Ein Hafen. Einer von 7, ja. Das kann sein. Das kann sein, dass ich das eingestellt habe. Ja, das habe ich, glaube ich, das war schon ganz richtig. Das war schon ganz richtig so, genau. In den Hafen brauchen wir hier dringend. Und dann können wir auch hier die Kohleminen ausbauen. Da haben wir nur 2 Kohleminen. Das muss ich erst natürlich hier verbreiten. Dann können wir mehr bauen. Und da sind es auch erst 2. So, wir sind wieder im Plus, wir sind wieder im Minus, so schnell geht es nun her. Na, das dauert schon. So, Verteidigungspakt vorgeschlagen. Großbritannien möchte einen Verteidigungspakt mit uns eingehen, auf jeden Fall, ganz klar. Und dann wollte ich mal gucken, sind die Vereinigten Staaten inzwischen bereit, mit uns einen Handelsbündnis einzugehen? Oder sowas. Diplomatielinse, Diplomatieaktionen. Protektorat, aha. Das bedeutet aber, dass ein Klientelland vom Typ Protektorat zwischen 2 Ländern schafft. Portugal könnte unser Protektorat werden, tatsächlich. Und Spanien auch. Aber sie würde natürlich nicht annehmen, das ist ja ganz klar. Portugal nicht und Spanien wird auch nicht annehmen. Haiti auch nicht. Ja, aber wir sehen nicht genau, um wie viel nicht. Klar, die nehmen alle nicht an. Hätte mich auch gewundert. Der Homey. Wir haben keine Zollunion. Wir bräuchten eine Zollunion mit der Homey. Das wäre interessant. Ideologische Unterschiede zu unserer Regierung. Sie verfolgen die Strategie, die Grenzen verteidigen. Die Niederlande könnten wir eventuell protektorieren. Schaut aber eher nicht so aus, als würde das funktionieren. Italien? Nee, auf gar keinen Fall. Minus 1000 wegen Machtposition der Armee. Persien? Sieht auch eher schlecht aus. Kalat? Was haben wir denn hier alles? Makran? Oman? Das Merina-Königreich, das ist Madagaskar hier unten. Und da ist wieder Portugal unterwegs. Okay.
Wir haben hier noch ein paar kleine Reiche. Das ist auch Portugal. Ja, keiner möchte so wirklich, aber Handelsvertrag, das wollte ich gucken. Also, die Vereinigte Staaten würden nicht annehmen, aber knapp wahrscheinlich, oder? Ideologische Ähnlichkeit in unserer Regierung ist plus 0. Das amerikanische BIP vergleicht mit unserem. Ja, ist ungefähr doppelt so groß, okay. Wird das Volumen der Handelsrouten. Pass auf, sie haben minus 102. Kann man sich das nicht irgendwie anzeigen lassen? Das ist doch... Das kann man sich echt nicht anzeigen lassen hier. Ah, schaut mal. Mit den USA eine Verpflichtungsschulden würden sie es tatsächlich annehmen. Wenn wir das mal mathematisch angehen, dann sind wir bei 85 und 18, 93 und 102 haben sie minus. Das sind also nur 9 Punkte. Das heißt, wenn wir ein bisschen mehr mit denen handeln. Ja, ich handle mal ein bisschen mehr mit denen. Pass mal auf, was können wir denn mit euch handeln? Achso, erstmal wollte ich was. Doch, genau, das wollte ich hinab. Wir versuchen mal zu importieren. Was brauchen wir denn? Glas. Ja, Glas aus Amerika zum Beispiel. Das ist doch schon mal gut. Was können wir denn noch importieren? Fisch ist ein bisschen albern. Wenn wir das aus Amerika. Hier, amerikanischen Dünger. Dampfer brauchen wir nicht. Blei. Okay, Artillerie. Artillerie können wir auch ein bisschen importieren. Das würde wahrscheinlich unsere Artillerie ziemlich günstig machen, ja. Das ist doch für uns gar nicht verkehrt. Was haben wir noch? Handfeuerwaffen? Jawohl, her damit. Kleidung? Ne, ist zu teuer. Porzellan? Porzellan? Ja, Porzellan, warum nicht? Papier brauchen wir nicht. Opium haben sie wahrscheinlich nicht, ne. Obst kostet uns zu viel. Möbel? Nö. Munition? Ja, Munition. Wir brauchen Munition. Das passt ja perfekt. So. Amerikanische Lebensmittel theoretisch auch. So, was haben wir noch? Seide. Bieten sie nicht an. Spirituosen lohnt sich nicht, aber Sprengstoff können wir nehmen. Stahl von mir aus auch. Amerikanischen Tabak. Tuch bräuchten wir eigentlich auch dringend. Das gibt es auch. Sehr gut. Werkzeuge, warum nicht? Zucker und Öl. Öl können wir von den Briten holen. Das brauchen wir, glaube ich, eh. Machen wir das mal. So. Gut, damit haben wir Amerika jetzt sehr, sehr viele Handelsangebote gemacht. Mal schauen, ob sie jetzt einen Handelsvertrag mit uns haben wollen. Schaut mal, wir sind Bürokratie sehr schlecht. Da müssen wir was machen. Ach, stimmt. Wir haben ja keinen Handelsvertrag mit Amerika. Das heißt, alle Handelsrouten kosten einen Haufen Bürokratie. Das habe ich jetzt gerade übersehen. Aber es macht ja nichts, sobald wir einen Handelsvertrag bekommen, ist ja alles in Butter. Wo ist der Handelsvertrag? Da. Sie würden annehmen. Perfekt. Super. Also, Handelsvertrag. Damit sollte die Bürokratie gleich wieder steigen. Wahrscheinlich am Ende der Woche, schätze ich. Die Wahl ist in 165 Tagen. Na? Jetzt, genau. 158 haben wir bitte plus. Ach, das wurde wieder mal abgebrochen hier. Nee, das läuft noch weiter. Sehr schön. Und hier können wir doch eigentlich die Gesetzeshüter jetzt noch machen. Das müsste doch gehen. Wir haben genug Bürokratie, würde ich sagen. Auch wenn die immer so ein bisschen nach oben und nach unten geht. Keine Ahnung warum. So, wir können nun Diplomatie-Spiele mit Nordindien machen. Ja, Diplomatie-Spiele möchte ich nicht machen, aber ich möchte handeln. So, mit denen haben wir einen Handelsvertrag. Das passt wunderbar. Was ich hier gesehen habe, können wir noch mehr Kolonien gründen. Wo denn bitte? Ich sehe hier nichts. Hier steht 2. Aber ich sehe hier nirgendwo ein grünes Gebiet. Ich glaube, das wird einfach mitgezählt, dass wir die beiden hier gerade haben. Das wird schon mitgezählt. Lass das Interesse begründen, jawohl. Dann gehen wir zum Handeln. Import Opium. Das müsste doch jetzt funktionieren eigentlich. Oder? Weil wir jetzt aus Österreich... Aber ich will nicht nach Österreich, ich will hier. Ach, das ist der britische Markt. Und im britischen Markt sind wir eigentlich schon. Die gehören offiziell zum britischen Markt. Das ist ja interessant. Okay. Na, das wusste ich nicht. Gut, dann schauen wir, wo es noch Opium gibt. Und wo wir vielleicht noch nicht vertreten sind.
hier wollte ich gucken, Opium, da. Da oben, in Sichuan und in Delhi. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Das ist auch britisch, aber Sichuan. Sichuan müsste noch gehen. Hier, ne? Genau, Südchina ist das dann. Machen wir einfach mal. Da haben wir schon erklärt. Hier könnten wir noch erklären. Mache ich auch mal. So. Kann nicht schaden. Wie viele Interessen können wir noch erklären? Noch zwei. Nur Moment. Warte mal. Wo sehen wir das nochmal? Hier bei Diplomatie, ne? Genau, laufen die hier hoch. Wunderbar. So, wie schaut's hier aus? Ja, die Papierfabrik läuft gerade noch. Das ist alles West-Norwegen. Sehr gut. Und dann haben wir die Bleiminen in Svealand und den Hafen in Namaqualand. Ich glaube, die Radikalen sind wieder leicht gestiegen, wenn ich mich nicht täusche. Die Loyalisten zwar auch, aber auch die Radikalen. Das ist nicht schön. Wir warten mal die Wahl ab. Und dann schauen wir, was wir für ein neues Gesetz vielleicht einführen wollen. Der Marktzugriff in Namaqualand ist niedrig, aber wir dann einen Hafen brauchen, ist klar. Das ist klar. Eisen ist teuer, da müssen wir vielleicht die Eisenminen nochmal. Niedrige Regierungslimitiert, warum denn? Wir haben eine Legitimität von 1% nur. Oh, schaut mal, hier gab es eine Spaltung. Die haben sich tatsächlich in verschiedene Parteien gespalten. Kommunistische Partei, konservative Partei, linke Partei und radikale Volkspartei. Nur die Intellektuellen gehören zur radikalen Volkspartei, interessanterweise. Wir haben jetzt mehrere Parteien. Die Streitkräfte möchten gerne zur konservativen Partei, zu den Kleinbürgern dazu. Die Grundbesitzer wollen zu keiner besonderen Partei und die Landbewohner auch nicht. Das ist jetzt spannend. Das wird sehr interessant für die Wahl. Ich warte, wie gesagt, die Wahl ab. Und dann bauen wir eine neue Regierung. Und dann ist es kein Wunder, dass wir eine Legitimität inzwischen von nur noch 1% haben, wenn diese große Partei, die wir vorher da hatten, zerfallen ist in mehrere kleine. Spannend, okay. Aber das konnten wir, glaube ich, nicht verhindern. Das war ja jenseits unseres Einflusses. Wir sehen auch, dass die Kleinbürger verloren haben, ein bisschen politischen Druck. Die waren schon höher. Ja, das war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, als wir Skandinavien gegründet haben. Da sind gleichzeitig dann die kleineren Parteien, also die Landbewohner, glaube ich, waren das, und die Kirche müsste es, glaube ich, auch sein, und die Grundbesitzer, ne? Genau, alle drei. Kirche, Landbewohner und Grundbesitzer sind hier gleich gestiegen. Der Kirche hat es noch nicht so nichts geholfen, die sind immer noch unwichtig, ist immer noch randständig. Ja. So, Südchina bekundet, Importroute für Segelschiffe abgebrochen, was haben wir noch? Okay. Gut. Ich habe ganz viele Schwefelminen gebaut. Schwefel sollte dann in unserem Land gut vereinbar sein. Brot und Butter an der Urne. Da der Preis für Fisch im ganzen Land sprunghaft ansteigt, sieht sich die Partei Kommunistische Partei dem unerbittlichen Druck der Opposition ausgesetzt. Man wird ihr vor, leichtfertig mit dem Wohlergehen des Volkes zu spielen. Sie werden eben einfach etwas anderes essen müssen. -20% Momentum für die Kommunistische Partei. Macht Suppenküchen auf, wer einen vollen Magen hat, macht weniger Fehler. Nee, wir wollen auf jeden Fall, dass die Kommunistische Partei schlechter dasteht. Weil, wenn die schon Kommunistische Partei heißt, dann wird die auch gegen die Monarchie sein. Ja, sie sind stark gegen die Monarchie, das heißt, wir müssen die rausschmeißen aus unserer Regierung. Wahrscheinlich. So. Und ist gar nicht schlecht, wenn die dann weniger Stimmen bekommen. Das stört mich jetzt gar nicht. Ich finde es sogar gut. Hier wachsen unsere Kolonien in 34 Tagen. Sehr schön. Handelsvertrag mit den Vereinigten Staaten. Das ist doch wunderbar. Jetzt haben wir schon wieder ein bürokratisches Defizit. Das müssen wir doch schaffen. 66, so viel haben wir doch. Oder ist es dann 5 mal 66, wenn wir hier drauf gehen? Nee, es ist, glaube ich, schon 66. Achso, weil wir hier auch noch gehen, ne? Beide dann zusammen. Ah, ja. Hier können wir inzwischen auch auf 4 schon gehen. Wahnsinn. Gut. Mehr Bürokratie werden wir dann schon gleich machen. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, was mich interessieren würde, ob hier immer noch so viele Radikale sind im Güterland. Noch mehr sogar. Wahnsinn.
brauchen wir ein bisschen Infrastruktur. Aber die Bevölkerung wächst wieder, das ist gut. Die Munitionsfabrik läuft nicht so gut. Zündhütchen. Wir können Sprenggranaten machen. Da bräuchten wir. Das wäre teurer. Wir bräuchten auch weniger Arbeiter. Dafür mehr Ingenieure, mehr Maschinisten. Wir bräuchten mehr Blei. Mit einer Bleimine bauen wir, glaube ich, gleich. Ja, da müssen wir kurz warten, bis wir die Bleimine gebaut haben, würde ich sagen. Achso, da brauchen wir auch Blei. Ja, da macht es ja nicht viel Unterschied. Ja, können wir dann machen. Sprenggranaten. Der Deutsche Bund und die und Russland haben ihre Rivalität beendet, interessanterweise. Das ist doch, kommt doch ein bisschen unerwartet, muss man wirklich sagen. Aber gut. Ja, warum nicht? Warum nicht? So, da kommt jetzt die Bleifabrik, die Bleimine wird jetzt endlich gebaut. Amerika scheint sich jetzt mehr Richtung Europa zu orientieren. Die Wahlergebnisse sind da. Die Linke bekommt 41,8% der Stimmen. Eieiei, die Volkspartei, das sind die Intellektuellen. Die Volkspartei, die radikale Volkspartei 36%, die Konservativen 17% und die Kommunistische Partei nur 3,9%. So, dann schauen wir doch jetzt mal. Wie machen wir das jetzt? Also, Regierung reformieren. Die Kommunistische Partei fliegt schon mal raus. So, dann sind wir schon mal bei 50%. Die Linken schmeißen wir auch raus. Dann sind wir bei 74%. Das ist doch schon mal schön. Und wer möchte sich jetzt da dazu? Die Streitkräfte wollten dazu, ne? Die wollten der Konservativen beitreten. Dann wären wir bei 88%. Das ist doch gut. Dann können wir noch die Grundbesitzer dazu nehmen, aber das ist nicht gut. Weil die nicht zur Partei dazu kommen wollen. Ja. So passt das eigentlich, denke ich, ganz gut. Die Landbewohner. Ja, die Frage ist, mögen die Landbewohner irgendwas, was wir haben wollen? Aber ich glaube, ich mache es jetzt erstmal so. 88% Legitimität hört sich gut an. Und dann können wir gucken, welche Gesetze könnten wir denn unterstützen. Klassenwahl. Im Moment haben wir Grundbesitzerwahlen. Klassenwahlen werden 100 Autorität. Also hat ein bisschen weniger Autorität. Und zwar 40 politische Stärke durch Stimmen, 25 plus 25 Wohlstandsschwellen für Wahlen. Ja, gut. Zensuswahlrecht. Das ist, glaube ich, je mehr man verdient, desto mehr Wahlrecht hat man. Allgemeines Wahlrecht, Rassentrennung. Moment haben wir nationale Überlegenheit. Multikulti. Sklavereiverbot, okay. Völlige Trennung zwischen Glauben und Staat. Und dann haben wir Glaubensfreiheit, das muss reichen. Garantierte Freiheitsrechte. Im Moment haben wir kein Amt für Inneres. Da hätten wir dann Amt für Inneres und könnten minus 10% Fortschrittstempo für Revolutionen, minus 5% Radikale durch sinkenden Lebensstandard und plus 5% Loyalisten. Das wäre eigentlich interessant. Da sind nur die Kleinbürger und die Streitkräfte dagegen. Die Streitkräfte würden auf minus 1 gehen, die Kleinbürger auf minus 9. Und die Intellektuellen sind dafür. Okay, das geht eben eh nicht, weil... Nee. Also garantierte Freiheitsrechte geht nicht. Versammlungsfreiheit, das würde gehen, aber es ist auch nicht besonders beliebt. Nee, es ist nicht wirklich beliebt. Ja, stimmt, genau, wir sollten ja die Zensur einführen. Das wollten die ja unbedingt, deswegen haben wir es auch gemacht. So, Meinungsfreiheit. Uns auch nicht. Interventionismus, nee, das haben wir extra geändert. Staatsreligion ist eigentlich schon gewollt, ne? Vor allem von den kleinen Bürgern. Nicht gewollt von den Intellektuellen. Die kleinen Bürger würden dann auf plus 6 gehen und die Kirche würde auf 7 gehen. Hätten auch mehr Autorität. Eigentumsrecht, Nationalgarde könnten wir einführen. Da sind sogar alle dafür. Die Kleinbürger und die Streitkräfte. Wer ist dagegen?
Die Intellektuellen, die würden radikalisiert werden. Was bringt denn das genau? Ach, das bringt Einberufungsrate. Nee, das ist eigentlich gar nicht so das, was wir haben wollen. Minus 5% Protestbewegungsradikalität. Geheimpolizei, die wird auch sehr gerne gewollt von den kleinbürgerlichen Streitkräften. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden. Die wird nie gewollt von den Intellektuellen. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Die würde uns bringen, minus 5% Unterdrückungsauswirkung auf die Interessengruppenanziehung, minus 10% Fortschrittstempo von der Revolution und minus 10% Protestbewegungsradikalität. Also ähnlich wie die Nationalgarde. Militärpolizei, momentan haben wir Berufspolizei. Militärpolizei wäre minus 1% Sterblichkeit durch Aufruhr, ne, plus 1% Sterblichkeit durch Aufruhr, eieiei. Diskriminierung, Lebensstandard, radikale durch sinkenden Lebensstandard. Das wäre natürlich nicht schlecht. Im Moment haben wir, nee, das haben wir ja jetzt auch schon. Das bringt uns jetzt gar nicht so viel mehr. Nö, brauchen wir nicht. Und dann haben wir hier noch keinen offenen Lizenz. Also da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, jawohl. Außer das eine Gesetz, das wir nicht machen können. Ich glaube, garantierte Freiheitsrechte. Ja, das wäre interessant. Aber das können wir irgendwie nicht durchsetzen, weil da zu viele dagegen sind, schätze ich mal. Okay. Die Intellektuellen sind tatsächlich immer noch in der Regierung, sehe ich gerade. Das ist interessant. Das ist die Radikale Volkspartei. Die Konservative ist aber wesentlich größer. Na, ich bin gespannt, ob sich jetzt die Radikalen vielleicht ein bisschen ändern durch diese Wahl. Fremdenfeindlichkeit wurde aktiviert, minus 4. Ne, wurde aber wieder deaktiviert, okay. Vormundschaft beschließen, das können wir uns mal angucken. Vormundschaft beschließen, das unterstützen sogar relativ viele. Amen, grüß dich Dennis, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Das müssen wir uns mal angucken. Vormundschaft. Das waren die Frauenrechte, glaube ich, ne? Das waren die Frauenrechte. Die waren irgendwo hier rechts. Kinderarbeit wollte ich auch noch ändern, genau. Nee, doch hier. Da waren die Frauenrechte. Vormundschaft, ja. Die möchten gerne die Vormundschaft einführen. Das wäre plus 5% Geburtenrate. Tja, ich sag mal nichts dazu. Und hier hätten wir plus 5% Beschäftigtenrate. Und die Beschäftigtenrate wäre schon auch wertvoll. Aber die Geburtenrate ist schon auch wertvoll. Ha, wer ist denn da dafür? Die Grundbesitzer, na toll. Die interessieren uns aber jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Und die Kirche und die kleinen Bürger auch ein bisschen. Dagegen sind die Intellektuellen und die Gewerkschafter. Die Gewerkschafter würden auf minus 19 gehen. Die würden sozusagen auf die Barrikaden gehen. Dir geht's ambivalent, danke der Nachfrage. Und selbst, ja, mir geht's wunderbar. Wir spielen hier gerade Victoria 3. Also bei so einem schönen Spiel muss es einem doch gut gehen, oder? Spielst du selber auch Victoria 3? Und wenn ja, welches Land spielst du gerade? Frauen am Arbeitsplatz wäre sogar plus 10% Beschäftigungsrate, aber minus 5% Geburtenrate. Und das Frauenwahlrecht können wir nicht einführen, weil wir kein allgemeines Wahlrecht haben. Ja, oder auch kein Klassenwahlrecht. Ach, das geht bei Grundbesitzerwahlen auch? Okay. Ja, dann geht's ja. Würde es ja sogar gehen. Aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Wir wollten die Kinderarbeit eigentlich ändern, ne? In Grundschulpflicht, das wäre gut. Dafür sind sogar die Gewerkschafter. Oh, die würden das sogar super gut finden. Und dafür die Industriellen fänden das richtig schlecht. Wir können es aber eh nicht machen, weil... Ich glaube, weil die Gewerkschafter nicht in unserer Regierung sind. Ja, deswegen geht das nicht. Okay. Tja, wird ein Traum bleiben erstmal. Ich spiele gerade Ägypten und breite mich weitgehend auf dem afrikanischen Kontinent aus. Ach, das hört sich interessant an. Ich schau mal kurz hier runter. Ah, hier so unten, oder? Hier unten so. Und hast du auch schon andere Länder hier erobert? Und wenn ja, welche? So Richtung Westen oder Richtung Süden? Oder welche Richtung breitest du dich da aus? Wir haben hier zwei kleine Kolonien. Hier Herero und Nama. Wir spielen ja Schweden. Wir sind inzwischen eine Großmacht. Und sind Platz 7 der Weltrangliste, was eigentlich, glaube ich, schon ganz ordentlich ist. Denke ich. Also inzwischen sind wir nicht mehr Schweden, sondern inzwischen sind wir Skandinavien, muss ich dazu sagen. Und der Ehrlichkeit halber. So, die Bleiminen und der Hafen, die werden gerade gebaut. Das ist schön. Und wir sind gut im Plus. Also ich möchte gerne auf zumindest
unter 2 Millionen Kredit gehen, bevor ich wieder investiere. Gut, Ende des Sklavenhandels. Sven Oberlitz, das Oberhaupt einer Interessengruppe Gewerkschafter und ein bekannter Gegner des weltweiten Sklavenhandels, argumentiert, man sollte unsere kolonialen Ambitionen im skandinavischen Nahmarktwandel nutzen, um die Sklaverei auf dem Kontinent zu beenden. Wir haben die Pflicht, die Sklaverei dort zu beenden, wo immer auch unsere Macht hinreicht. Plus 2 Kolonialwachstum und plus 20% Kolonialzuwachstempo. Sich diesem Ziel zu verpflichten, könnte in der Zukunft zu anderen Ereignissen führen und versprach, den Sklavenhandel abzuschaffen für 5 Jahre. Die Gewerkschafter finden das gut. Die Spannungen erhöhen sich aber zwischen Nama und Skandinavien. Okay. Die praktische Diplomatie muss an die Stelle solcher Moralvorstellungen treten. Die Gewerkschafter finden das blöd. Und der Sklavenhandel könnte eine gute Quelle für Arbeitskräfte für unsere Bauvorhaben sein. Wir bekommen 30% Plantagendurchsatz. Und die Gewerkschafter finden das blöd. Nee, ich würde sagen, wir würden das schon unterstützen, die Sklaverei abzuschaffen. Den Süden teilweise erobert und im Westen auch 2 Länder. Außerdem kolonisiere ich exzessiv. Ja, das hört sich gut an. Hört sich gut an. Und spielst du eine Monarchie oder was für eine Regierungsart spielst du? Eieiei, die Fremdenfeindlichkeit wurde mal wieder aktiviert. Warum sind die kleinen Bürger so wütend? Was ist da los? Warum sind die so unzufrieden? Weil sie gegen kein Amt für Inneres sind und gegen die Glaubensfreiheit. Thomas Berger, weil der Thomas Berger Traditionalist ist. Deswegen. Okay, ich verstehe. Da können wir jetzt aber nicht drauf eingehen. Gut, er ist 35, er wird noch ein bisschen länger leben wahrscheinlich. Ach, die werden sich schon wieder einkriegen. Minus 2 durch Ungunst in der Regierung. Warum Ungunst in der Regierung? Das ist doch super für euch. Ah, jetzt sind sie schon wieder neutral. Ja, das geht die ganze Zeit hin und her. Minus 1 durch Gesetz über die ansteckenden Krankheiten verweigert. Ah, ja, stimmt, genau. Das haben wir verweigert. Das stimmt. Und Radikale. Ja, die Radikalen. Das ist zurzeit eine Monarchie. Ich bin nicht sicher, ob das so bleibt, denn ich möchte gerne mal Theokratie ausprobieren oder die Räterepublik. Ja, hört sich spannend an. Aber es hört sich auch so an, als würdest du dich in dem Spiel ein bisschen besser auskennen. Dann kann ich dich vielleicht gerade noch was fragen, wenn du gerade schon mal hier bist. Wir haben nämlich Probleme mit, also Probleme sind es nicht wirklich, aber wir haben relativ viele Aufständische. Also hier haben wir 41% und hier in Götaland haben wir sogar 61% und das wird auch immer mehr. Gibt es eine Möglichkeit, sich das gut anzeigen zu lassen, warum die aufständisch sind? Das vermisse ich nämlich so ein bisschen. Und gibt es eine Möglichkeit, dagegen was zu unternehmen? Weil irgendwie finde ich da nicht so wirklich was Zufriedenstellendes, wie wir das unterbinden können, dass die ständig aufständisch werden. Ich verstehe es nicht wirklich. Es steht, glaube ich, hier oben, dass die neu dazugekommen sind durch einen Rückgang des Lebensstandards. Aber eigentlich ist der Lebensstandard nicht wirklich zurückgegangen. Also zumindest habe ich da nichts aktiv gemacht, dass das herbeigeführt haben sollte. Ja, ich verstehe nicht, warum so viele Radikale da sind. So, wir haben zu wenig Einfluss. Das ist schlecht. Ach, wegen der Fremdenfeindlichkeit der Kleinbürger. Ja, na gut. Ich hoffe mal, dass es sich das gleich wieder gibt. Okay, jetzt wird hier der Hafen gebaut. Wir sind bei plus 32. Ich würde jetzt da in Stockholm oder in Gotaland. Ich glaube in Gotaland. Ja, da bauen wir nochmal Regierungsverwaltung. Vielleicht hilft das auch gegen die Aufständischen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ein bisschen, weil die da gut arbeiten können. Die Anzeige der Aufständischen ist etwas schwierig. Ich denke, bei Bevölkerung kann man das am besten sehen. Ist aber mühsam, weil man sich jeden Pop einzeln anschauen muss. Ja, das ist nämlich genau die Sache. Das ist total mühsam, ne? Finde ich auch. Man müsste dann, glaube ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, musst du wirklich in jeden hier reingehen und immer gucken, wer hier aufständisch ist. Aber da weiß ich ja immer noch nicht, warum der aufständisch ist. Oder bin ich... Ich weiß nicht. Irgendwie checke ich das nicht. Wenn, dann wird es ja wahrscheinlich bei den Arbeitern sein. Mal kurz Pause, damit uns nichts Wichtiges entgeht. Die sind arbeitslos, okay. Da würde ich es ja verstehen, wenn die das blöd finden, dass sie arbeitslos sind. Auch arbeitslos. Also hier sehe ich jetzt niemanden, der aufständisch ist.
Das ist echt nervig. Da müssen sie dringend noch was machen, dass man das besser sehen kann. Das besser irgendwie... Gegen Aufständische hilft in erster Linie Lebensstandard. Ja, aber den hast du ja schon recht hoch. Was man immer beachten sollte, möglichst nicht im Hauruck alle Gesetze verändern. Ja, okay, das ist nochmal ein guter Tipp. Behutsam, damit die Interessengruppen nicht verbrellt werden. Ja, das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp, da haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben. Das kann sein. Wenn hier 60% aufständisch sind, dann müssten doch hier eigentlich fast alle aufständisch sein. Ich schau mal hier noch bei den Soldaten. Das sind hier 51.000 Soldaten angeblich. Das ist echt, das ist nicht gerade wenig. Sehen wir hier irgendjemanden Aufständischen? Ich sehe das hier nicht, ob die aufständisch sind. Oder sehe ich das? Ich sehe es irgendwie nicht. Komisch. Komisch. Also wenn, dann hätte ich am ersten erwartet, dass die Arbeiter aufständisch sind. Aber vielleicht übersehe ich da auch was. Nettoeinkommen minus 30. Das schaut nicht gut aus. Die Landwirte, die finden das nicht so lustig. Okay. Ich glaube, was auch hilft, hier bei Gebäude zu gucken, welches Gebäude Verlust macht, oder? Die hier zum Beispiel, die machen nicht so eine gute Performance. Das könnte sein, aber da arbeiten auch nicht so viele Leute. Da arbeiten im Moment 131 Leute, also von dem her dürfte das jetzt nicht so das große Problem sein. Die Landwirtschaft, die macht Gewinn, das ist gut. Naja, ich lasse mal weiterlaufen, wir gucken mal. So, was haben wir denn hier noch? Missionarin in Afrika wieder mal. Eine Gruppe christlicher Missionare wird unsere Kolonie in Namaqualand die Erlösung der frohen Botschaft bringen. Da haben wir ja uns schon entschieden, dass eine gewisse Missionierung zum Kolonialismus dazugehört. Deswegen werden wir das jetzt auch so beibehalten. Und dann haben wir den Industrieboom. Unsere Tuchfabrik in Jutland meldet einen kleinen Produktionsüberschuss bei den Industriewaren. Wir sollten versuchen, das wieder in den Staat zu investieren. Schieben wir unsere Industrie noch weiter an. Dienstleistungsdurchsatz und Fertigungswerke-Durchsatz. Das ist doch sehr angenehm. Das freut mich sehr. Hier wird gerade die Bürokratie ausgebaut. Das ist auch gut. Können wir in Gotaland sonst noch was bauen? Ich meine, wir haben 15.000 Arbeitslose inzwischen. Das ist nicht gut, aber das können wir nutzen, um hier was zu bauen. Was brauchen wir denn noch? Glas, glaube ich, ist relativ teuer. Ich schau mal schnell. Das ist Transport. Das wäre Blei. Ja, bei Blei wollte ich auch noch ausbauen. Glas, hier ist Glas. Ja, Glas ist relativ teuer. Vielleicht können wir nochmal eine Glasfabrik bauen. Und Stahl, glaube ich. Das sehen wir, glaube ich, auch hier, oder? Stahl ist auch relativ teuer. Sehen wir das nicht hier auch? Ja, hier sehen wir das. 50,7. Ich glaube, Stahl ist okay. Stahl ist okay. Wenn ein Gebäude Verlust macht, entlässt es Arbeiter und die meisten werden wegen sinkendem Lebensstandard automatisch radikal. Ja, das macht Sinn. Da sollte man möglichst darauf achten, dass Betriebe nie ins Minus kommen, außer man ist bereit, einzelne Betriebe zu subventionieren. Ja, ja, das mit dem Subventionieren kann aber sehr, sehr teuer werden dann. Ja, die Munitionsfabriken sind deshalb auch nicht mehr so besonders produktiv, weil wir Munition importieren, kann das sein? Und weil das Blei so teuer ist, das ist das Problem. Wir brauchen mehr Blei. Hier können wir aber keine Bleiminen, aber wir könnten Eisenminen bauen. Eisen ist, glaube ich, eh zu teuer. Dann mache ich hier mal 3 Eisenminen. Ja, das sollte passen. Und dann wollten wir hier in Svealand, wollten wir mehr Blei abbauen. Da haben wir zwar sowieso schon nicht genug Beschäftigte, da bringt es auch nichts, eine neue Bleimine zu bauen, ne? Wie kriegen wir denn da jetzt mehr Beschäftigte hin? Wir könnten irgendwas anderes abreißen. Schaut mal, so viele Handelszentren. Deswegen haben wir wahrscheinlich da auch keine Arbeiter mehr. 316.000 Leute arbeiten in den Handelszentren, weil wir so unglaublich viel handeln. Das ist der Punkt. Das mit den Pops ist sehr komplex und voller Wechselwirkungen. Da ist es schwer, da eine genaue Analyse zu machen. Ja, das ist absolut richtig. Ich habe eine Angststörung und die hilft in dem Spiel, weil ich jede Entscheidung besonders intensiv abwäge, aus Angst vor Radikalen. Ah ja, das ist natürlich nicht schön, dass du eine Angststörung hast, aber in dem Fall hilft es dir, das stimmt. Ich lasse mal einfach mal weiterlaufen. Das Spiel ist so komplex, man kann nicht alles optimal steuern, das ist einfach so. Ein General ist gestorben. Das ist nicht schön. Aber gut, es ist auch nicht so schlimm, weil wir im Moment keinen Krieg führen. Wie alt ist denn Jan von Möller? Können wir uns das mal anzeigen? Das sind 53, ja gut.
Aber das bedeutet auch wieder, dass wir mehr Bürokratie haben, wenn der General gestorben ist, was ja für uns gar nicht so schlecht ist. Wie schaut es mit Opium aus? Können wir inzwischen Opium importieren? Opium, 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 Opium. Wir müssten, glaube ich, Blei importieren. Ja, ich versuche mal Blei zu importieren. Also Opium geht immer noch nicht, weil es immer noch viel zu teuer. Aber Blei, Blei würde vielleicht gehen. Blei geht aus Amerika und aus Großbritannien. Ich nehme mal das großbritannische Blei. Aus Makranisch wollen wir es nicht haben. Wir versuchen mal ein bisschen Blei zu importieren. Dadurch sollten die Munitionsfabriken wieder lukrativer werden und besser arbeiten. Ja, seht ihr? Munitionsfabriken können jetzt wieder besser arbeiten. Und dann stellen sie mehr Leute ein. Wenn sie mehr Leute einstellen, können die wieder mehr verdienen. Und dann sollte die Radikalität nach unten gehen. Im Moment ist es bei 63%. Das ist schon echt heftig. Aber gut. Wie schaut es hier aus mit der Radikalität? Da sind wir bei 40%. Da sind die Lebensmittelfabriken nicht so besonders effektiv. Was haben denn die für ein Problem? Ja, die Lebensmittel sind, glaube ich, einfach zu billig. Die Lebensmittel sind relativ... Also so günstig sind die aber auch wieder nicht. Die sind eigentlich normal. Die sind eigentlich relativ normal, die Lebensmittel. Wo sind wir denn da gerade? Fleisch ist ein bisschen teuer. Aber auch nur ein bisschen teuer. Lebensmittel sind bei plus 3. Also das ist absolut okay. Die Lebensmittel sind perfekt, würde ich fast schon sagen. Also daran kann es nicht liegen. Können wir hier noch irgendwas umstellen? Wir können statt Bäckereien, könnten wir Süßungsmittel machen. Da würden wir Zucker verbrauchen, würden mehr Maschinisten einstellen. Oder Backpulver. Würden wir mehr Lebensmittel herstellen. Bräuchten aber mehr Getreide, das wäre kein Problem. Bräuchten ein bisschen mehr Zucker. Ich glaube, ich stelle mal auf Backpulver um. Vielleicht hilft das. Wenn eine Fabrik nicht gut läuft, kann das auch an den Preisen der Rohstoffe liegen. Ja, aber die Rohstoffe waren eigentlich relativ niedrig. Also bis auf Zucker jetzt, weil wir das jetzt umgestellt haben, brauchen wir jetzt mehr Zucker. Das bedeutet wieder, ich muss Zucker importieren. Ich dachte jetzt, hier wäre Zucker, aber das sind die Clipper. Das ist kein Zucker. Der Zucker, da ist der Zucker. Ah, schaut mal, wir könnten aus Amerika Zucker importieren. Perfekt. So, schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut. Wo sind die Lebensmittelfabriken? Hier. Jetzt ist der Fisch auf einmal wieder teuer, aber das ist auch kein Problem, weil jetzt ist der Fisch wieder günstiger. Fisch stellen wir ja selber her und da könnten wir eventuell, weil wir hier eh 12.000 Bauern haben, können wir hier nicht irgendwie Fisch... Nee, hier können wir keinen Fisch. Doch, hier, Fisch. Bauen wir doch hier mal zwei Fischereien. Das ist doch sicherlich nicht verkehrt. Die verdienen auch gut. So. Aufruhr ist ein bisschen zurückgegangen, das ist schön. Und hier aber nicht, hier wird es immer mehr. Das ist wirklich nicht mehr so schön. Gut. Jetzt haben wir erstmal einen befehlsverweigernden Kriegstreiber. Ein Offizier in unseren afrikanischen Kolonien hat absichtlich eine Konfrontation mit Nama provoziert, obwohl er angehalten war, den Frieden zu schützen. Wir können entweder unser Gesicht wahren, indem wir das Handeln des Offiziers unterstützen, oder wir können ihn zurückbeordern und so eingestehen, die Lage nicht im Griff zu haben und damit die Kriegstreiber... Und damit die Kriegstreiber aufbringen. Wir können wohl nicht anders, als Nama zu invadieren. Skandinavien erzeugt ein Diplomatiespiel der Art einheimischen Aufstand. Oder ruft den Offizier zurück und haltet die Invasion auf. Wir verlieren 5% Prestige und unsere Streitkräfte... Nee, das können wir nicht machen. Okay, dann bedeutet das Krieg. Und jetzt wird es ein bisschen kritisch, weil ich glaube, darauf sind wir nicht vorbereitet. Wir haben glaube ich, schon einiges an... Bewaffneten inzwischen, aber naja. Ach, wir sind direkt im Krieg. Ich dachte, es kommt erstmal ein Diplomatiespiel. Aber so ist es auch schon, sind wir direkt im Krieg. Wir wollen Nama annektieren. Und zwar Skandinavien und Spanien ist an unserer Seite. Das ist interessant, weil wir, glaube ich, ein Verteidigungsbündnis mit denen haben. Und sie möchten Hereroland erobern und sie möchten Namaqualand erobern. Und das ist hier, sind diese Nama. Können wir schauen, die haben Militär 0. Ja, wenn die Militär 0 haben, dann wird das für die wahrscheinlich ein sehr trauriges Spiel werden. Aber gut. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich jetzt hier über See angreifen müssen, oder? Kann das sein? Österreich hat Spanien zum Rivalen erklärt, das gefällt mir nicht so gut. Die Kolonisierung wurde abgeschlossen. Das ist ja schön. Das heißt, wir haben jetzt da einen richtigen Start gewonnen. Kleiner Tipp, bei den Im- und Exporten sind die Sachen alphabetisch sortiert und tut sich prophylaktisch. Dankeschön. Ja, danke für den Tipp. Wir haben eine Küstenprovinz, da brauchst du keine Invasion.
Achso, die da oben. Stimmt, die da oben hätte ich. Aber die sind nicht direkt verbunden. Geht das dann trotzdem? Ein Diplomatiespiel. Frankreich möchte Ahaga bekommen. Ja, das interessiert uns jetzt eigentlich nicht. Ich muss jetzt erstmal meine Generäle hier. Also Militär. Alle Generäle mobilisieren, haben wir eben im Moment nur einen. Und der hat, glaube ich, nur 20, 24 dabei. Aber ich glaube, das reicht. Ja. Und dann werden wir den mal Front voranbringen. Hier. Achso, wir haben zwei Fronten. Moment halt, wir haben zwei Fronten. Wir haben hier oben auch eine Front. Dann brauchen wir einen zweiten General. General rekrutieren. Die Frage ist, sollen wir den auch im Baltikum unterbringen oder sollen wir den gleich hier unten in Afrika unterbringen, den zweiten General? Das ist die Frage. Ne? Ich glaube, wir bringen ihn trotzdem im Baltikum unter, weil da auch unsere Einheiten sind. Genau. So, erst taktvoll, das interessiert uns nicht. Bergkampfexperte, Vermesser und Forscher. Hier verwundet, Gottes Willen, minus 30% Gesundheit, der arme Per Almquist ist verwundet. Ein Kleinbürger. Bergkampfexperte, das hilft uns nichts, aber Offensivplaner, das ist nicht schlecht. Wir nehmen ihn mal und sorgen dafür, dass er. Ja, wir mobilisieren ihn auch und die Front voranbringen hier unten. So. Da bin ich ja mal gespannt. Fehlgeleiteter Imperialist, was ist denn jetzt schon wieder los? Ein patriotischer Forscher und Partisan, eine Interessengruppe Landbewohner, hat das Land in skandinavischen Namaqualand kartiert. Ja, wir sind doch gerade im Krieg mit denen. Der fährt da rum und kartiert. Das gibt's doch nicht. Verträge mit örtlichen Anführern im Namen unserer Nation geschlossen, obwohl Skandinavien bereits eine Präsenz vor Ort hat. Wenn die Ansprüche des Forschers anerkannt werden, wird Skandinavien ausgesprochen wütend auf uns sein. Wir nehmen den Anspruch auf skandinavischen Namaqualand an und verärgern Skandinavien. Wir sind doch selber Skandinavien. Wie sollen wir denn Skandinavien verärgern? Das macht doch gar keinen Sinn. Skandinavien bekommt einen Anspruch auf die Staatsregion Namaqualand. Ja, das ist doch schön. Warum verärgern wir denn dann Skandinavien? Das ist doch gut. Wir lehnen den Forscher ab und verärgern unsere Kriegstreiber. Nö, ich würde sagen, wir können das schon machen. Skandinavien wird dadurch Verrufenheit bekommen. Nee, hier. Die Streitkräfte bekommen plus 2, die Landbewohner bekommen plus 2 und der Diplomatenzwischenfall in Balten wird 14 Verrufenheit bringen und die Beziehungen zu neuen Ländern verschlechtern. Seeinvasion braucht man nur, wenn es keine direkte Grenze zum Gegner gibt. Beispielsweise, du willst eine persische Provinz erobern, das geht nur mit der Flotte. Ja, ich dachte aber, das wäre hier auch der Fall, weil wir hatten hier oben auch irgendwie einen Krieg und da musste ich, also hier, da hatte ich die Kolonien hier unten noch nicht und da musste ich auch mit irgendwie mit Seeflotten ankommen, auch von hier oben. Und hier ist es ja eigentlich ein ähnlicher Fall. Ich meine, wir haben hier einen Krieg und aber inzwischen haben wir wahrscheinlich hier selber ein Land. Das ist der Punkt, ne? Weil dieses Gebiet hier uns gehört und wir mit dem hier im Krieg sind. Ja, das ist der wichtige Unterschied. So. Die Handkurbel-Gatling wurde freigeschaltet. Wir haben mehr Armeedefensive und 5% mehr Tötungsrate. Ja, das ist doch herzallerliebst. Das will man noch haben, oder? 5% mehr Tötungsrate. Das sollte jetzt ironisch sein. So, Portugal hat sich aus der Nordsee zurückgezogen. Die Panzerschiffe breiten sich aus. Elektrizität wollten wir noch bauen, ne? Schaut es denn hier mit unseren Gebäuden aus? Ja, wir müssen die Eisenminen zuerst mal fertig bauen und danach können wir uns um die Elektrizität kümmern. Wir sind nämlich vom Kredit her schon ziemlich weit unten. Ich wollte unter 2 Millionen vom Kredit her. Der Krieg wird jetzt teuer werden wahrscheinlich. Du brauchst einen Hafen, damit das ohne Seeinvasion geht. Vielleicht hattest du oben noch keinen Hafen. Nee, das war was anderes. Ich hatte hier oben kein Land. Dieses Land, das wir jetzt hier besitzen, das hat uns noch nicht gehört. Deswegen hatten wir hier kein Land und deswegen brauchten wir die Invasion. Und hier haben wir ja inzwischen Land. Habe ich jetzt auch schon geschnallt. Dank deiner Erklärung habe ich das vorher schon geschnallt. So, die Flotte können wir hier eigentlich gar nicht benutzen, weil die haben, soweit ich das sehe, haben die überhaupt keine Flotte. Deswegen brauchen wir die Flotte hier nicht. Die lasse ich einfach mal bei uns im Hafen. Das schadet bloß. Was haben wir hier eigentlich noch? Unproduktive Handelsrouten. So viele unproduktive Handelsrouten. Da sollten wir uns mal drum kümmern. Blei. Gutes Blei werde ich wahrscheinlich trotzdem beibehalten, weil Blei brauchen wir dringend. Was haben wir noch? Niedriger Marktzugriff in Güterland. Die brauchen einen Hafen oder eine Eisenbahn wahrscheinlich. Eisen ist teuer und Munition ist immer noch teuer. Okay. Okay. Wir sollen die Privatschulen beschließen, sagt eine Protestbewegung. Das können wir tatsächlich sogar machen. Das hatten wir uns doch überlegt, ob wir das auch machen wollen, ne? Ich schaue mir das nochmal kurz an.
Nee, Quatsch, wir wollen öffentliche Schulen. Ja, wir wollen öffentliche Schulen. Privatschulen, das ist ja wieder mal nur was für Reiche. Nee, wir wollen öffentliche Schulen. Das findet auch unsere Bevölkerung besser. Beziehungsweise zumindest finden das mehr Bevölkerungsgruppen besser. Nur die Industriellen fänden die Privatschulen gut, aber das machen wir nicht. Nee, Privatschulen machen wir nicht. Nö, kommt nicht in die Tüte. Was passiert denn jetzt hier eigentlich? Warum passiert denn hier nichts? Achso, die müssen erstmal hinreisen. Genau, jetzt sind sie auf der Reise. Ein Tag noch, jetzt sind sie da. Jetzt sind sie da. Okay, jetzt sind sie da. Jetzt geht was los. Ich dachte mir schon, hier rührt sich wieder nichts. Wo war ich denn jetzt gerade? Ich wollte irgendwas Wichtiges nachschauen. Unsere Technik haben wir fast erforscht. Das ist schön. Philosophischer Pragmatismus. Haben wir das erforscht? Minus 5% Bürokratie-Bevölkerungskosten-Multiplikator und 10% mehr Einfluss. Hey, wir sind im Einfluss wieder bei Plus. Das ist erfreulich. Das ist aber nicht das, was wir erforscht haben. Wir haben den Skelettbau erforscht. Wo ist denn der? Der ist, glaube ich, hier links irgendwo gewesen. Nee. Nee, nee, wo ist denn der? Sehe ihn nicht. Hier oben steht Stahlskelettbau. Ist das bei Gesellschaft? Nee, das muss schon bei der Produktion eigentlich sein, oder? Bin ich jetzt blöd? Doch bei Gesellschaft? Ach, doch bei Gesellschaft. Das Stahlskelettbau. Ja, okay, verbessert unsere Baufähigkeiten. Elektrizität wollte ich mir angucken, ne? Das kann ich jetzt eigentlich machen. Wir warten noch ein bisschen. Ja, wir warten mal, vielleicht bis der Krieg vorbei ist. Darf ich eine kleine Bitte äußern? Du darfst natürlich eine Bitte äußern, Dennis. Gar kein Problem. So, hier schreitet unsere Front schon voran. Und jetzt haben wir nur noch eine Front. Das ist auch gut. Hier ist der Stahlskelettbau. Wir könnten jetzt die Freiheitsstatue bauen. Was bringt die denn? 75 Prestige und 25% Migrationsanziehung. Hey, lass uns die Freiheitsstatue bauen. 1000 Bau. Die Freiheitsstatue von Stockholm. Oder den Eiffelturm. Bringt uns 100 Prestige. Und mehr Urbanisierung und mehr Maschinisten. Aber ich möchte lieber Migration haben. Migration ist toll. Wir bauen die Freiheitsstatue, Leute, komm. Was ist das hier? Ein untätiger General. Ja, weil wir jetzt nur noch eine Front haben. Das lässt sich nicht vermeiden, aber ich glaube, das ist sowieso, der Krieg wird sowieso bald entschieden sein. Könntest du dein Mikro ein bisschen lauter stellen? Ja, das Mikro lauter stellen, glaube ich, geht nicht, aber ich kann die Musik leiser stellen. Und dann kannst du den Ton bei dir lauter stellen. Pass mal auf, ich stelle die Musik ein bisschen leiser. Und dann kannst du dein Mikro lauter stellen, also deinen Lautsprecher lauter stellen. Das müsste, glaube ich, gehen, oder? Wenn ich das Mikro lauter stelle, dann übersteuert es nämlich. Das wäre nicht gut. Was wollte ich jetzt schauen? Ich wollte schauen, ob wir die Freiheitsstatue bauen können. So ist es viel besser, danke. Wunderbar. Schön, dass ich helfen konnte. Wo ist die Freiheitsstatue? Hier unten müsste doch die irgendwo auftauchen. Warum kann ich die hier nicht bauen? Oder kommt die hier? Da sind Kraftwerke. Ich meine, ich will ein Kraftwerk bauen, das ist schon richtig. Ich will gerne Strom haben. Aber ich möchte halt auch gerne die Freiheitsstatue bauen. Es ist hier. Das wird wahrscheinlich dann doch hier sein. Panama-Kanal. Die Freiheitsstatue. Aber ich kann sie nicht bauen. Warum kann ich sie nicht bauen? Es gibt kein Gebäude des Typs Freiheitsstatue in Skandinavien. Ja, das ist klar. Ich will sie auch bauen. Wahrscheinlich hat sie schon jemand gebaut. Soweit ich weiß, kann man solche Sondergebäude nur da bauen, wo sie wirklich stehen. Ah. Und das wäre natürlich hier drüben in New York. Schade. Ich dachte, es wäre so ein bisschen wie bei Civilization, dass man ausnahmsweise auch mal was anderes bauen kann. Ja, aber dann können wir ja gar nichts bauen. Das ist ja voll unfair. Weil was steht denn schon in... Die Hauptstadt Sverla, aber wie heißt denn die Stadt hier? Warum wird uns das nicht angezeigt? Also normalerweise müsste das ja Stockholm sein. Schon sehr, sehr gut ausgebaut übrigens, finde ich. Aber der Name steht leider nicht dabei. Bei den anderen Städten steht der Name, oder? Hier steht er hier auch nicht. Was ist denn das für ein komischer grüner, roter Nebel hier außen rum? Das ist ja grauenhaft. Ist das der Aufruhr? Hier steht jetzt nirgendwo ein Name. Das ist merkwürdig. Naja, gut. So, dann werde ich jetzt erstmal eine Forschung wählen. Und zwar, ich hätte gerne was, wo die Leute weniger radikal sind. Gibt es sowas? Psychoanalyse zum Beispiel. Da können sie sich nämlich ein bisschen beruhigen. Nee, das ist alles nicht das Richtige.
Institut für analytische Philosophie. Nee, das ist nicht so viel. Hier, wir nehmen den Film, komm. Wir nehmen den Film, dann können sich die Leute ins Kino reinsetzen und so ein bisschen chillen. Das wäre doch auch schön. Ach, schau mal, in Sverland sind die inzwischen auch schon radikal. Was denn hier los? Wegen dem Krieg vielleicht? Weil Geld verdienen sie eigentlich schon ganz gut. Die Bleiminen laufen halt gar nicht, ne? Seht ihr das? Subventionieren dürfen sie nicht, weil das unter unser Gesetz nicht gedeckelt ist. Ich meine, die Werkzeuge sind relativ günstig. Das ist okay. Für was habe ich denn da noch weitere Bleiminen gebaut, wenn die sowieso gar nicht laufen? Ich glaube, die laufen deshalb nicht, weil sie keine Angestellten haben, kann das sein? Weil wir keine Arbeitslosen haben. Deswegen wollte ich ja hier ganz gerne mal die Freiheitsstatue bauen. Schade. Na gut. Also wir wollen weder die Vormundschaft noch die Privatschulen. Lass uns in Ruhe. Wie läuft der Krieg? Das geht auch die ganze Zeit hin und her da mit den kleinen Bürgern. Die Glasproduktion umstellen, damit Blei auch verbraucht wird. Ah, das ist eine gute Sache, ja. Das ist ein guter Punkt, Dennis. Das werde ich gleich mal machen. Das werde ich gleich mal machen. Genau, das ist ja auch der Punkt, warum wir das Blei überhaupt... Was ist denn hier unten für ein Krieg? Italien wird von Frankreich erobert, oder wie? Nee. Das ist eine andere Flagge. Sehen wir das, in welchem Krieg die gerade sind? Müssten wir hier sehen, oder? Zollunion mit Preußen? Nee, mit Österreich. Okay. Ich verwechsel immer die preußische Fahne mit der österreichischen Fahne. Preußen gibt es ja gar nicht mehr. Sehen wir, in welchem Krieg die sind? Sehen wir das hier irgendwie? Ich sehe hier leider keine Landesbeziehungen. Na, das verrät uns jetzt auch nicht wirklich, in welchem Krieg die sind. Ich meine, es muss ja eigentlich Frankreich sein. Weil sonst... Also es könnte auch die Schweiz sein, aber es macht ja irgendwie keinen Sinn. Diplomatie in der Mitte auf Kriege klicken. Dankeschön. Kriege hier. Ja. Nee, es ist ja nur unser Krieg. Hier wird nur unser Krieg gezeigt. Oder? Ja, hier wird nur unser Krieg gezeigt, leider. Der Krieg, in dem Italien hier ist, wird da nicht gezeigt. Oder, ach so, bei Italien, ne? Bei Italien, ja, ja, okay. Hab's gerade geschnallt. Diplomatie, Kriege. Ah, hier. Frankreich gegen Österreich. Frankreich gegen Österreich. Und Italien ist auf Seite Österreichs wahrscheinlich, wenn sie in der Zollunion sind. Jetzt aber nicht mehr. Italien ist raus aus dem Krieg, okay. Und Frankreich ist wiederum mit den Vereinigten Staaten verbündet. Um was geht's denn? Um was geht es? Um was geht es euch? Österreich demütigen und einen Vertragshafen in Tlemcen bekommen. Okay. Gummi in Jamaika entdeckt. Das hilft uns nichts, weil Jamaika ist nicht unsere Kolonie. Das hilft uns eigentlich überhaupt nichts. Wie läuft der Krieg hier unten? Der Krieg hier unten läuft sehr gut. Nama ist komplett erobert. Das bedeutet, der Krieg müsste eigentlich so gut wie fertig sein, oder? Können wir Frieden schließen? Wir könnten kapitulieren. Nein, das will ich auf gar keinen Fall. Wir könnten jetzt Nama annektieren. Genau. Warum steht das zweimal da? Ich weiß es nicht. Sie würden es noch nicht annehmen, weil sie noch relativ hohen Kriegswillen haben wahrscheinlich. Ja. Aber gut. Irgendwann werden sie schon mal ankommen. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte die Fabriken umstellen, genau. Ich wollte die Glasfabriken umstellen. Darum ging es mir. Wo sind die Glasfabriken? Warum sehe ich die nicht? Habe ich hier keine Glasfabriken? Ich habe hier keine Glasfabriken. Hier habe ich Glasfabriken. Die wollte ich sowieso mal auf Kristallglas umstellen. Das war mir schon lange ein Dorn im Auge. So. Und zwar mache ich das mit allen Glasfabriken. So schaut es nämlich aus. So. Und jetzt müsste das Blei verbraucht werden. Dann wird aber Blei noch teurer. Aber gut, wir gucken mal. Und dann hatten wir hier, glaube ich, das Problem, dass wir hier nicht genug Infrastruktur hatten. Ne? Doch, hier hatten wir genug Infrastruktur. Hier haben wir nicht genug Infrastruktur. Ah, Nama kapituliert. Sehr schön. Schauen wir uns gleich an. Ja, jetzt haben wir nicht genug Blei. Das ist das Problem. Ja.
Das ist das Problem, aber das wird ja sich hoffentlich hier gleich klären, indem sie hier gleich die Bleiminen ausbauen, hoffe ich doch. Ja, das schaut gut aus. Hier werden die Bleiminen ausgebaut. Und dann brauchen wir hier nochmal eine Eisenbahn. So, eine zweite Eisenbahn. Können wir die subventionieren schon, gell? Die haben wir aber im Moment nicht subventioniert. Naja, warten wir mal ab. Die Routezahl einfach auf minus 100 runterticken lassen, dann ist automatisch Frieden. Ja, das kann man auch machen. Das ist richtig. Man kann aber den Frieden auch schon vorher verhandeln, weil Krieg kostet ja Geld. Und je früher wir Frieden haben, desto besser eigentlich. Also, wenn wir unsere Ziele durchsetzen können zumindest. Trotz unseres erklärten Ziels, den Sklavenhandel in Afrika zu beenden, deuten jüngste Berichte darauf hin, dass Arbeiter in Skandinavisch-Hereroland unter unseren eigenen Kolonialverwaltungen nichts anderes als Sklaven sind, auch wenn man sie als nicht als solche bezeichnet. Das ist pure Heuchelei, dieser Missbrauch muss ein Ende haben. Plus 1 Lebensstandard für die Unterschicht, minus 20% Plantagendurchzeit. Die Grundbesitzer sind sauer, die Gewerkschafter finden es toll. Es mag ähnlich erscheinen, aber doch die harte Arbeit, die wir leisten, formt den Charakter. Die Gewerkschafter finden es gut, die Gewerkschafter finden es aber gleichzeitig schlecht. Und die Intellektuellen finden es auch schlecht. Tja. Plus 1 Lebensstandard für die Unterschicht im Hereroland. Naja, die Grundbesitzer finden es schlecht, ist mir eigentlich relativ egal. Wir nehmen das mal, komm. Wir wollen die Leute nicht ausbeuten. Die Kolonie wird hier auch bald wachsen. Das ist schön. Und hier unten sind wir jetzt wirklich richtig groß geworden. Damit 12.000 Arbeiter, die wir einsetzen können. Die Frage ist, einen Hafen haben wir schon. Ich würde tatsächlich jetzt in Kohleminen gehen. Weil andere sinnvolle Sachen können wir hier eigentlich nicht wirklich bauen. Also nichts, was uns viel hilft. Ich brauche hier mal zwei Kohleminen. Machen wir das. Hack halt deinen Namen bei Amazon angegeben. Du hast ja schon einige Bücher geschrieben. Ich bin schwer beeindruckt, vor allem, weil du noch so jung bist. Dankeschön. Naja, so viele Bücher auch wieder nicht. Aber ja, ein paar. Das ist richtig. Und eins schreibe ich gerade. Ich habe immer einmal im Monat immer auf meinem YouTube-Kanal ein Livestream, immer mittwochs, also immer am zweiten Mittwoch im Monat. Der nennt sich Fantasy Taverne. Kannst du mal reinklicken, da kann man sich auch die alten Fantasy-Tavernen anschauen, also es bleibt online. Und da erzähle ich auch was über meine Schriftstellerei, was ich gerade schreibe und wie es weitergeht und so weiter und so fort. Also wenn du dich dafür interessierst, komm gerne vorbei. Wir haben am 14. Dezember, also Mittwoch in 2 Wochen, haben wir unsere nächste Fantasy-Taverne. Liest du auch gerne Fantasy-Bücher? Oder ist das nicht so deins? Frankreich hat Großbritannien mit einem Embargo belegt. Das ist ja auch unverschämt. So, die Amerika hat eine Kolonie gegründet, wenn ich das richtig gesehen habe, in amerikanisch Gabun. Wo soll denn das sein? Das ist in Südamerika, oder? Ist das nicht in Südamerika? Oder ist das in Afrika? Hier, da ist es. Da ist es. Da ist es. Unglaublich. So, wir müssten doch jetzt eigentlich wieder hier weiter kolonisieren können, oder? Ich würde ganz gerne mal gucken, was ihr hier zur Verfügung habt. Ihr habt hier zur Verfügung Hirse. Okay, Hirse, Eisen, Gold, 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 Gold. Ich muss dahin, ich muss zum Gold. Da ist Gold. Kolonie gründen, Gold. Ach, herrlich. Die Kapkolonie können wir auch gründen. Ich dachte, das gehört schon jemandem. Gehört das noch keinem? Das ist doch, ach, das ist ein eigenständiges Land. Die gehören sozusagen so ein bisschen zu Großbritannien dazu. Das bedeutet, dass wir, wenn wir denen wahrscheinlich den Krieg erklären, hätte Großbritannien was dagegen. Es ist eine Marionette von Großbritannien. Ja, alles andere hätte ich ja auch, wäre ja komisch geworden. Das Gold. Schaut mal hier, Goldminen. Katsching, Katsching, Katsching. Ach, herrlich. Ja. Dann lass uns doch da mal eine Kolonie gründen. Das ist doch schön. Habe ich hier sonst noch irgendwas anderes außer Kohlemine? Nein. So, wir sind jetzt mit dem Geld schon wirklich richtig gut. Das ist schön. Dann können wir uns jetzt mal um die Elektrizität kümmern. Das wäre natürlich. Mir gefällt nicht, dass das hier mit dem Blei. Aber jetzt scheint das Blei besser zu sein. Ja.
Die produzieren jetzt hier Blei, die stellen ein, das ist schön. Sie haben schon 5000 Beschäftigte, das ist schön, dass es auch hier nicht lukrativ, doch lukrativ ist. Wir können die Kondensationsmotorpumpe hier einführen. Warum haben wir das nicht schon längst gemacht? Ländlich, Bleiminen. Kondensationsmotorpumpe braucht Werkzeug und Kohle. Kohle haben wir genug aus unseren Kolonien. Dann können wir das Dynamit einführen und den Dampfhilfsaggregat und das passt so. Okay. Ein großer Teil der askenasischen Bevölkerung migriert in den Staat Ochotsk sowie die umliegenden Staaten. Okay, na dann, dann auf Wiedersehen. Was sollen wir machen? Aha, Südafrika. Amerika hat Interesse an Südafrika. Ich habe sehr gerne Fantasy gelesen, denn da lese ich gar nicht mehr. Konzentrationsprobleme, ja, das ist blöd. Wie ist es mit Hörbüchern? Wäre das vielleicht eine Alternative zum Lesen? Vielleicht kannst du dich darauf besser konzentrieren. Nur so als Tipp oder so als Angebot oder als Vorschlag. Das ist das beste Wort, glaube ich. Ansonsten hätte ich dich mit Sicherheit ausprobiert. Naja. Wenn ich in meinen Bücherschrank schaue, sind da mindestens 200 Fantasy-Romane und verstauben, beleidigt ob meiner Nichtbeachtung. Das ändert sich vielleicht auch mal wieder. Man weiß es nicht. Stress dich selber nicht. Ah, jetzt sieht man den Namen hier. Stockholm. Natürlich ist es Stockholm. Das alles andere wäre ja komisch gewesen. Die werden immer mehr hier, die Radikalen. Und hier auch. Also das, diese radikalen Mechanik, da müssen sie noch dran arbeiten. Das ist wirklich blöd. Das ist echt blöd, das ist zu unübersichtlich. Du kannst eigentlich nichts gegen die Radikalen machen. Die steigen und fallen, wie sie lustig sind. Bei Hörbüchern schlafe ich direkt ein. Ja, das ist natürlich dann blöd. Polizisten in Nordnorwegen greifen immer häufiger zu extremer Gewalt. Die Arbeiterklasse und all jene mit einem sozialen Gewissen wettern gegen die Polizei und Institutionen. Wir können das Verhalten nicht dulden. Gesetzeshüter bekommen -1 oder der Einsatz von Gewalt ist angemessen. Nee, wir können das nicht dulden. Das geht nicht. Teure Militärwaren, Munition, das ist immer noch ein Problem. Konvois können wir noch ein paar brauchen. Das könnten wir mal ausbauen, unsere Handelskonvois. Lasst uns das mal ausbauen. Wir haben genug Geld im Moment. Dann sollte sich auch der Marktzugriff verbessern. Ich glaube, der Marktzugriff ist deshalb so schlecht, weil wir so viel, so viel Radikale haben. So, wo haben wir denn noch Arbeiter? Hier hätten wir noch Arbeiter. Hier könnten wir doch tatsächlich in Jutland mal einen Hafen bauen. Also nicht ein Hafen, sondern eine Schiffswerft, was Konvois produzieren müsste eigentlich, oder? Ich bin mir jetzt gerade unsicher, aber ich glaube. Die produzieren Kriegssegelschiffe und Clipper. Ne, die produzieren Clipper. Wer produziert Konvois? Die Häfen, ne? Die Häfen produzieren Konvois. Okay. Also ich baue mal hier zwei Häfen. Ich baue mal hier zwei Häfen. Hier zwei Häfen. Wir brauchen mehr Konvois. Da haben wir schon 4. Da brauche ich auch nochmal 2. Ich weiß, da haben wir nicht so viele Arbeiter, aber die kommen dann vielleicht noch. Hier haben wir noch genug Bauern. Das ist gut. Da brauche ich hier auch einen Hafen. Was könnten wir hier denn noch bauen? Hier wäre mal was gut, was irgendwie den Leuten Geld bringt. Ne? Eine Munitionsfabrik vielleicht sogar. Munitionsfabrik könnten wir doch hier mal hinbauen. Ich baue einfach mal eine. Und vielleicht eine Glasfabrik, weil fürs Glas brauchen wir, glaube ich, auch Holz. Oder oder eine Uni. Eine Uni wäre vielleicht auch gar nicht so uninteressant. Naja, obwohl, nee, die braucht so viel Infrastruktur. Motorenwerke wäre vielleicht auch nicht schlecht. Motorenwerke. Ich baue hier Motorenwerke hin. So. Jetzt verpasse ich hier den Chat gerade. Moment. Doch, du kannst was gegen Radikale machen. Wie schon gesagt, bei jeder Entscheidung und jedem Gesetzesvorschlag musst du schauen, wen du verprellst und wie weit du ihn verprellst. Ja, das stimmt schon, aber es ist trotzdem ein bisschen unübersichtlich. Also, ich habe diese Entscheidungen ja schon inzwischen vor 30 Spieljahren getroffen oder sowas und ich weiß es nicht, inwieweit die immer noch eine Rolle spielen oder ob das schon abgedingert ist oder so. Was du noch machen könntest, eine Interessengruppe, die besonders wütend ist, einfach unterdrücken. Genau, stimmt, das kann man auch machen. Dann sinkt deren Stärke und entsprechend sinkt auch die Zahl der Leute, die wegen ihnen radikal werden. Das ist auch noch eine gute Idee, denn das vielen Dank dafür. Dafür brauchen wir mehr Autorität. Pass mal auf, das machen wir jetzt mal. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Vielen Dank dafür. Pass mal auf. So.
Gott, ist das kompliziert. Muss ich mich jetzt da anmelden? Oh Gott, ich muss mich jetzt da anmelden. Oder bin ich automatisch angemeldet? Ich wollte jetzt gerade was machen, spontan, aber so spontan geht es offensichtlich nicht. Nee, irgendwie geht das nicht. Irgendwie geht es nicht. Ich probiere es. Jetzt bin ich ganz woanders. Ich probiere es einfach nochmal. Pass mal auf. Probiere es nochmal, ob es jetzt geht. Geht irgendwie nicht. Blöd. Dann benutze ich das andere. Hier. Genau, ich probiere es mal hier. Ich probiere gerade mal was. Habe ich noch nie gemacht, aber einmal ist immer das erste Mal. So, das müsste doch jetzt eigentlich stimmen. Ah, da oben noch. Okay. Na, jetzt muss ich es nochmal eingeben. Und jetzt kann ich es nicht mehr. Mist. So war es, genau. So. Na. Jetzt müsste aber stimmen. Jetzt müsste stimmen. Ich hoffe, es funktioniert. Irgendwie rührt sich nichts. Also heute ist ein bisschen der Wurm drin. Na? Naja, ich spüre jetzt mal weiter. Ich hoffe, dass da was passiert. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Genau, ich wollte schauen, wo die Radikalen sitzen. Warum geht denn das jetzt nicht? Da muss ich hier bei Politik gucken, genau. Also, wer ist besonders unzufrieden? Eigentlich vor allem die Gewerkschafter sind sehr unzufrieden und die können wir doch gut unterdrücken. So unzufrieden sind die zwar gar nicht, aber und fürs Unterdrücken brauche ich, glaube ich, 100 Autorität. Warum geht denn das jetzt nicht? Es wäre so schön gewesen. Ich check's nicht, warum es nicht geht. Schade. Ja, hier sieht man das, ne? Hier sieht man auch, dass sie unzufrieden sind. Dafür brauchen wir jetzt mehr Autorität. Die Autorität bekomme ich durch die Erlasse. Und da müssen wir die Erlasse wieder rausnehmen. Welche Erlasse können wir gut rausnehmen? Wir können hier den Durchsatz rausnehmen. Ja, genau, abbrechen. Dann haben wir schon genug. Ja, perfekt. Okay, dann machen wir das jetzt. Nun geht es nicht. Ach, 200 brauchen wir. 200 brauchen wir. Dann müssen wir noch einen Erlass rausnehmen. Was haben wir hier? Politische Fertigungsförderung. Nehmen wir das auch raus. Dann haben wir genug. Jetzt haben wir genug. So, dann unterdrücken wir euch mal. Und dann schauen wir mal, ob es dann ver verbessert wird. Zumindest die Radikalität hier sollte dann verbessert werden. Und warum die hier, warum es den hier gegen den Kragen geht, das sehen wir gar nicht, oder? Das müssten aber wahrscheinlich die kleinen Bürger sein. Nee, aber die kleinen Bürger sind hier. Merkwürdig. Die Streitkräfte sind auch hauptsächlich dort. Die Intellektuellen finden es ja eigentlich gut. Ich glaube, dass das hier farbig ist, liegt, glaube ich, daran, dass ich das markiert habe, oder? Kann das sein? Nee. Check ich nicht. So, ich sehe den Chat gerade nicht, weil ich ja gerade was versuche hier. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Pass mal auf. Ich docke mal den Chat hier ab und mache ihn mal größer. Vielleicht muss ich hier irgendwo was bestätigen. Abwehrmodus hier. Der Abwehrmodus ist ein Tool, das es dir erlaubt, starke Sicherheitseinstellungen vorzubereiten. Was soll denn das jetzt sein? Mit der unteren Verknüpfung kannst du den Abwehrmodus mit nur einem Klick aktivieren. Okay. So, und jetzt?
Ich will jetzt nichts. Ja, ich will jetzt hier keinen Abwehrmodus machen. So, kann ich das jetzt machen hier? Chat was cleared. Warum war denn der Chat gecleared? Was ist denn jetzt hier passiert? Also irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe den Slow-Chat-Modus jetzt aktiviert. Ich habe den nur Follower-Chat aktiviert. Warum denn? Also irgendwas geht hier gerade. Der Abwehrmodus ist aktiv. Was? Nein, deaktivieren. Okay. So, jetzt muss ich nochmal lesen, was du geschrieben hast, Dennis. Du kannst bei Regierungen sehen, wie loyal oder illoyal die einzelnen Gruppen sind. Alles unter minus 10 ist ganz übel. Ja, wir haben aber niemanden unter minus 10, komischerweise. Das sieht ganz gut aus. Dann ist das ständige Entlassen der Leute wohl der Hauptgrund für deine Radikalen. Das ständige Entlassen der Leute. Ich habe doch gar niemanden entlassen. Habe ich jemanden entlassen? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. So, und jetzt probiere ich nochmal das, was ich eigentlich machen wollte. So, ja. Ich hoffe, das geht. Jetzt müsste es doch eigentlich gehen. So, ich probiere das jetzt noch einmal. Und ich hoffe, jetzt geht's. So. Das schaut doch schon mal gut aus. So, das sollte jetzt eigentlich gehen. Genau. So, das müsste gehen. Ja, jetzt geht's. Sehr gut. Jetzt fragt er mich, ob ich den Microsoft Store öffnen möchte. Wo soll ich denn... So, jetzt hat's funktioniert. Jetzt hat's funktioniert. Nee. So, sehr schön. Die Fabriken entlassen von sich aus, wenn sie in die Verlustzone kommen, und Entlassene werden radikal. Ja, das stimmt. Da muss ich auch noch mal ein bisschen nachschauen, aber da gibt es auch keine gute Übersichts, keine gute Übersichtsseite. So, das wollte ich sagen. Da, das hast du schon verdient. Du hast mir gerade sehr geholfen, beziehungsweise du hilfst mir mit guten Tipps. Gern geschehen. Leuten, die mir mit Tipps helfen, den greife ich auch ein bisschen unter die Arme gerne. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte deinen Rat verfolgen und ich wollte mal kurz gucken, wie es mit den Fabriken steht. Genau. Ja, diese Übersicht hier, ne? Das wäre ja eine Übersicht, wenn es gut geht und wenn es nicht so gut geht. Aber eigentlich ist das auch relativ unübersichtlich, leider. Es gibt halt keinen Knopf, wo man sagt, welchen Fabriken geht es gerade schlecht. Man bräuchte so eine Übersicht, welchen Fabriken geht es gerade schlecht. Damit man, also so ähnlich wie bei hier bei den Handelsrouten, unproduktive Handelsrouten, bräuchte man unproduktive Fabriken. Das wäre gut. Und diese ganzen Handelsrouten, glaube ich, werde ich jetzt einfach alle mal abbrechen. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zu den Fabriken. Also Lebensmittelfabriken scheinen hier ein bisschen problematisch zu sein. Und da müssten wir vielleicht dafür sorgen, dass sie besseren Fisch haben. Wir können auf Backpulver umstellen, da brauchen wir mehr Zucker, das können wir eigentlich machen. Wir können auf Backpulver, da sind sie aber noch weniger produktiv, wie man so sieht, ne? Patentbrennverfahren, da würden sie mehr Spirituosen herstellen. Spirituosen sind dann aber super billig, das ist auch nicht so gut. Weil dann verkaufen sie ja nichts mehr. Und sie würden mehr Glas und mehr Zucker verbrauchen. Nee, das ist keine gute Idee. Hier können wir Abbruchfabriken, das geht nicht. So, was haben wir noch hier? Gehen wir mal hier durch.
Die Motorenwerke, die sind aber, glaube ich, deshalb unproduktiv, weil sie noch nicht eröffnet sind, weil sie gerade gebaut werden, beziehungsweise gerade gebaut wurden. Die Schiffswerften in Skåne und in Svealand sind unproduktiv. Weil die Motoren relativ teuer sind wahrscheinlich. Schätze ich mal. Sonst können wir hier nichts einstellen. Nee. Nichts, was irgendwie sinnvoll wäre. Die Munitionsfabriken sind auch unproduktiv in Norland, auch dann, weil sie gerade erst gebaut worden sind. Das kann man nicht zählen lassen. Die Handelsrouten, die Handelsdinger sind unproduktiv, aber das haben wir hier, glaube ich, gerade gefixt, indem wir diese Handelsdinger dort abgebrochen haben. Also die nicht produktiven Handelsrouten abgebrochen haben. Die Kohleminen in Hereroland und in Namaqualand sind nicht produktiv. Okay. Das ist interessant. Da müssen wir mal kurz gucken, warum. Die Schwefelminen sind nicht produktiv. Die machen sogar ziemlich Minus. Die werden sogar subventioniert. Warum werden denn die subventioniert? Das ist ja interessant. Okay. Das ist wirklich interessant. Ich habe das nicht eingestellt. Das kommt noch daher, dass wir Norwegen übernommen haben. Eisenbahntransport ist ja fast ein bisschen übertrieben, oder? Straßenkarren reicht doch locker. So, gehen wir mal hier zurück. Die Schwefelminen, die gehen auf Straßenkarren, bitte. Die Färbemittelplantagen sind nicht produktiv. Die Bananenplantagen, aber das ist alles in den Kolonien. Das ist jetzt für uns nicht so wichtig, erstmal. Das sind die Bauvorhaben. Tja, also eigentlich macht mir hauptsächlich diese Schwefelminen machen mir Sorgen, aber die sind ja in Norwegen und da haben wir, glaube ich, kein Problem mit Radikalen. Haben wir da auch ein Problem mit Radikalen? Nö. Da haben wir kein Problem mit Radikalen. Das ist also nicht so das Problem. Hilft uns also auch noch nicht so wirklich weiter, diese Vorgehensweise. Jetzt schauen wir uns mal hier diese Motorenwerke an. Ja, klar, natürlich sind die unproduktiv, weil die noch gar nicht gebaut sind. Wenn sie noch gar nicht gebaut sind, können sie ja auch schlecht... So, hier haben wir ein Problem mit den Lebensmittelfabriken. Die brauchen Zucker. Die brauchen Zucker. Zucker ist im Moment super teuer. Und Fisch ist sehr teuer. Haben wir nicht sowieso Fisch? Bauen wir nicht gerade Fisch? Haben wir nicht Fisch irgendwo? Auf jeden Fall müssen wir Zucker importieren. Wir müssten Zucker importieren. Das können wir aber wunderbar machen. Das können wir wunderbar machen, das ist gar kein Problem. Dahomey, warum nicht? Persien, ja. Also Zucker können wir genug importieren. So. Damit sollte sich das zumindest ein bisschen normalisieren. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, das ist jetzt schon wesentlich besser. Denke ich, oder? Doch. Zucker, Zucker, Zucker. Ja, Zucker ist von 52 auf 42 gefallen. Ich werde das dann demnächst sowas erforschen, was die Lebensmittelfabriken besser macht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich habe hier stand mal früher 5, jetzt sind es nur noch 4. Das ist gut. Schleswig-Holstein ist auch im Aufruhr. Schauen wir uns da mal kurz um. Schleswig-Holstein ist hier unten, da bauen wir gerade Häfen. Was ist bei euch? Was wollt ihr denn? Was ist hier bei euch für das Problem? Also scheint hier alles produktiv zu sein. Wir haben eine niedrige Anziehung, aber ich glaube, das kommt durch den Aufruhr. Das ist so ein Teufelskreis, ne? Naja. Das blüht. Eine unverschämte Expedition. Was ist jetzt los? In skandinavische Hereroland ist eine amerikanische Expedition auf unsere eigenen Truppen gestoßen. Alles deutet darauf hin, dass seine kolonialen Ambitionen in der Region in Konflikt mit unseren eigenen stehen. Was? Die Amerikaner sind da? Sie müssen sofort umkehren, wird zu einem Diplomatiezwischenfall in der Region Südstaaten führen, was Skandinavien minus, also 14 Verrufenheit bringt und die Beziehung mit 4 Ländern verschlechtert. Die Vereinigten Staaten werden erhalten, koloniales Aufeinandertreffen oder... Es gibt genug Land für alle in Skandinavisch-Hereroland. Skandinavien erhält, gab einen kolonialen Zwischenfall nach. Das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich glaube, die Vereinigten Staaten sind militärisch nicht so stark, oder? 147, puh.
Würde das jetzt zu einem Krieg führen? Wenn wir das jetzt machen, würde das zu einem Krieg führen oder nicht? Wenn ein Betrieb, zum Beispiel Schwefelmine, im Minus ist, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder mehr Schwefel verbrauchen, Papierfabrik, aber darauf achten, dass diese durch Überproduktion nicht selbst ins Minus kommen. Oder auch mal einen Betrieb abreißen, auch wenn es weh tut, oder Schwefel exportieren, wenn es geht. Ja, das ist auch eine gute Idee. Wir können auch noch an der Exportschraube drehen. Ja. Schwefel, wie steht es denn um Schwefel bei uns? Schwefel, 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 Schwefel. Schwefel ist, glaube ich, super billig, ja. Schwefel ist super billig, Seide übrigens auch. Da Schwefel so super billig ist, können wir es vielleicht exportieren. Das ist ein ganz guter Punkt. Ja, schaut euch das mal an. Wir können Schwefel ohne Ende exportieren. Die Briten brauchen Schwefel, die Franzosen brauchen Schwefel, die Österreicher brauchen Schwefel. Kriegt sie doch alle den Schwefel. Braunschweig hat sich verweigert, ein Protektorat Russlands zu werden. Hannover möchte kein Protektorat vom Norddeutschen Bund werden und Tunis nicht von den Vereinigten Staaten. Nein, das würde normalerweise nicht zum Krieg führen. Okay, dann bin ich beruhigt, dann können wir das machen. Sie müssen sofort umkehren. So. Was ist das hier? Ach ja, hier, da sind die Amerikaner. Da sind die Amerikaner, eine Unverschämtheit. Da zecken sich die einfach ran. Das ist ja Wahnsinn. Ja, dann müssen wir hier das schnell erobern, damit die sich da nicht ausbreiten können. Jetzt dachte ich, wir könnten uns da in Ruhe ausbreiten und dann sind die schon da, ne? Das ist ja unglaublich. Naja. In Swawana haben wir in 8 Tagen unsere erste kleine Kolonie hier im Goldgebiet. Im Goldgebiet. Ich freue mich schon drauf. So. Wir brauchen noch mehr Konvois, aber da haben wir uns ja schon ein bisschen drum gekümmert. Und dann sollten wir endlich mal den Strom jetzt ausbauen. Brauchen wir gerade was in Svealand? Ich glaube nicht, oder? Schauen wir mal schnell. Svealand, bauen wir da etwas? Sehen wir das hier? Sehen wir das hier? Irgendwo sehen wir das doch. Irgendwo? Hier? Nee. Ich dachte, wir könnten das irgendwo getrennt sehen, aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Dann müssen wir das hier relativ umständlich nachgucken. Seeland, Seeland, Goetheland, Goetheland. Ich glaube, wir bauen gerade nichts. Ne, wir bauen gerade dort nichts. Das bedeutet, wir können da jetzt was bauen. Nationalhymne der Zwerge. Gold, 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 Gold. Ja, genau, ungefähr so. Ungefähr so stelle ich mir die Nationalhymne von dem neuen Gebiet vor, das wir da gerade erobern. Wo war ich gerade? Ich war gerade in Zwerland und wollte hier die Elektrizität beginnen. Ein Kraftwerk bauen. Ja, wir bauen hier ein Kraftwerk. Wir produzieren dann doch Elektrizität und können dann irgendwo umstellen. Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo können wir dann umstellen. Die Papiermühlen können wir noch umstellen. Wie schaut es denn mit Papier eigentlich aus? Wie schaut es mit Papier insgesamt aus? Papier ist, glaube ich, nicht so teuer, aber auch nicht so billig. Wir haben schon die Papierbleiche, also wir haben schon, glaube ich, das Maximum hier eingestellt bei Papier. Wir können nicht noch mehr Schwefel verbrauchen. Nee, wir können nicht noch mehr Schwefel verbrauchen. Hast du eigentlich eine Info oder hast du einen Tipp dafür, was hier das Beste ist bei diesen Besitzzuständen? Privatbesitz, börsennotiert, Landesbetrieb und so weiter. Ich meine, das hängt viel von der Regierungsform ab, ne? Landesbetrieb und Arbeitergenossenschaft, das ist mehr so Kommunismusgeschichte. Privatbesitz sind 900 Kapitalisten und börsennotiert sind es nur 450. Also wirkt das immer so, als wäre Privatbesitz immer besser, aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ist es jetzt hier eigentlich besser geworden? Oh Gott, es ist immer noch nicht besser geworden. Die Munitionsfabrik, da geht es nicht gut, weil das Dynamit so teuer ist. Jetzt haben wir doch mal hier einen Grund. Jetzt haben wir doch hier mal einen Grund. Wir können dafür sorgen, dass Dynamit billiger wird. Wer stellt nochmal Dynamit her? Die Chemiefabriken, richtig? Vakuumverdampfung haben wir eigentlich schon das Optimum.
Die stellen Dynamit her, also bräuchten wir mehr Chemiefabriken. Das werden wir aber nicht hinbekommen, weil wir nicht genug Arbeiter haben. Und wir ja schon das Kraftwerk jetzt hier bauen. Wollen wir denn noch? Wir haben sonst nirgendwo Chemiefabriken. Dann können wir nochmal eine Chemiefabrik bauen. Warum nicht? Ich guck mal, wo wir Arbeiter haben. Hier hätten wir Arbeiter, aber da bauen wir, glaube ich, gerade was. Da hätten wir Arbeiter. Da bauen wir aber gerade die beiden Fabriken. Das geht also nicht. Hier, da geht's. In Westnorwegen bauen wir noch mal zwei Chemiefabriken, bitte. Ja, das finde ich gut. So, Amerika importiert gerade Papier von uns. Das ist interessant. Oh, was ist jetzt los? Verlust unseres Macht, unserer Macht. Wir haben 575 Prestige und brauchen 581 Prestige, um eine Großmacht zu bleiben. Das ist schlecht. Wie viele Tage haben wir Zeit? Wir haben ein Jahr lang Zeit. Okay. Dann sind wir bald keine Großmacht mehr, wenn es so weitergeht. Eieieiei. Sklaverei und Kolonialarbeit. Trotz unseres erklärten Ziels, den Sklavenhandel in Afrika zu beenden, deuten jüngste Berichte darauf hin, dass Arbeiter in skandinavisch Togo unter unserer eigenen Kolonialverwaltung. Achso, das haben wir ja schon gemacht. Dann nehmen wir wieder genau dasselbe. Besucher aus den Kolonien. Einige Intellektuelle aus Swana haben heute unseren Hauptsitz besucht. Sie argumentieren, ihre Heimatland sei weitaus zivilisierter, als wir es darstellen. Und dass unsere kolonialen Pläne, die wir mit ihnen haben, ungerechtfertigt sind. Nichts als Allüren und Lügen schickt sie sofort weg. Gewerkschafter werden sauer, Intellektuellen werden sauer und die Spannungen erhöhen sich. Oder es könnte nützlich sein, ihre Perspektive zu hören. Weniger Kolonialwachstum. Nein, das wollen wir nicht. Die Spannungen können sich ruhig erhöhen. Wenn es zum Krieg kommt, umso besser, weil dann können wir sie erobern. So muss man es sehen. Und Amerika ist immer noch dran und breitet sich hier aus. Unverschämtheit. Können wir hier vielleicht mal unsere Institutionen. Ich glaube, wir können die nochmal einmal erhöhen. Ne? Ich erhöhe die nochmal einmal. Damit wir schneller uns ausbreiten als Amerika. Bei den börsennotierten Betrieben gibt es wohl mehr Geld für den Investitionsfonds und die Kapitalisten verdienen mehr. Ah, okay. Gut. Verstehe. Wir möchten auf jeden Fall unseren Prestige erhalten, aber ich glaube, wir forschen ja auch schon in Richtung Prestige. Ne? Genau, wir forschen ja schon in Richtung mehr Prestige. Das werden wir aber nicht schaffen. Das dauert 28 Monate. Wir haben nur ein Jahr lang Zeit. Das bedeutet für mich, wir müssen mehr Truppen bauen. Wir können hier unten vielleicht auch mal ein paar Truppen bauen. Obwohl das vielleicht gar nicht so ideal ist, wenn die so weit weg sind. Ich weiß nicht, ist das ideal? Ist es gut, wenn die so weit weg sind? Ich glaube, ich baue in Dänemark mal ein paar Truppen. Hier bauen wir hier mal. Sechs Stück. Und hier vielleicht auch. Da haben wir gar keine. Okay, da bauen wir auch fünf. Schaut es da aus. Da bauen wir auch nochmal fünf. Da auch. Und hier auch. Oh ja, da haben wir ganz wenige. Bauen wir mal auf 10 aus. So. Das sollte doch passen. Und in Seeland auch noch. In Seeland machen wir auch auf 10. So. Ja, wir haben genug Geld. Also wir haben jetzt nur noch 1 Million Schulden und haben immer noch plus 34. Also Geld haben wir kein. Also Geld ist nicht unser Problem. Geld ist nicht unser Problem. Die Frage ist, der Bausektor, haben wir das nicht erforscht gehabt, dass wir uns da. Ja, schaut mal, wir können den Stahlskelett bauen. Warum habe ich das nicht längst gemacht? Hätte ich längst mal machen können. So, ich glaube, da wir sehr viel Geld haben, wäre es vielleicht eine Idee. Ich weiß nicht. Wäre es vielleicht eine Idee, es ist eine Frage an euch. Wäre es eine Idee, vielleicht irgend sowas einzuführen wie Renten oder ein Wohlfahrtssystem? Würde das nicht auch die Radikalen verbessern? Dass die weniger radikal sind? Schauen wir mal. Wer sowas hier, ne? Hier, Armengesetz oder so. Minus 15% politische Stärke bei Bezug von Sozialhilfe. Das heißt, die, die unzufrieden sind, haben weniger zu sagen. Plus 10% Sozialhilfezahlungen und Altersrenten, Gehaltssubventionen.
Aber das ist alles, das wird alles nicht gewollt. Das wird alles nicht gewollt. Höchstens hier. Das Wohlfahrtssystem würde helfen, ist aber sehr, sehr teuer. Okay. Ja. Die Industriellen und die Gewerkschafter finden das gut. Aber wir können es trotzdem nicht einführen, weil die beiden nicht bei uns in der Regierung sind, glaube ich, ne? Das ist das Problem. Genau, die sind beide nicht bei uns in der Regierung. Hier vielleicht private Krankenversicherung. Wie wär's mit sowas? Private Krankenversicherung kostet das auch so viel? Moment haben wir Wohlfahrtskrankenhäuser, die werden über die Kirche gemacht. Da sind wir aber eigentlich, naja, die meisten Leute finden das irgendwie egal. Private Krankenkasse sind die eher dafür. Minus 0% Sterblichkeit durch Wohlstand. Also da hängt es halt wieder mit dem Wohlstand zusammen. Und die öffentliche Krankenversicherung, die müssen halt dann wir zahlen wahrscheinlich. Schätze ich. Obwohl hier nichts dabei steht, dass wir das irgendwie zahlen müssen. Da wäre die Gewerkschaft dafür, aber die Industriellen wären dagegen und die Kirche wäre dagegen. Ja, weil die Kirche interessiert uns aber nicht, weil sie randständig ist, aber die wäre auf jeden Fall dagegen. Nee, die Krankenversicherung geht nicht auf deine Kosten. Ah, die geht nicht auf unsere Kosten. Okay. Dann bringt es aber auch nichts. Also dann hilft es nichts bei den Radikalen, ne? Dann lassen wir das mal. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir verändern können, um die Radikalen zu senken? Vielleicht das Wahlrecht. Ja, das Wahlrecht vielleicht noch. Und das hier wäre natürlich nicht schlecht, ne? Nationalgarde zum Beispiel. Oder Geheimpolizei. Ja. Minus 10% Protestbewegungsradikalität. Aber damit haben wir eigentlich nicht das Problem. Das ist nicht unser Problem. Wir bräuchten die garantierten Freiheitsrechte. Da hätten wir nämlich minus 5% radikaler durch sinkenden Lebensstandard. Das wäre genau das, was wir bräuchten. Die Krankenversicherung reduziert nur die Sterblichkeit. Ja, verstehe schon. Das hat also damit eher nicht viel zu tun. Tja. Ja, sowas fehlt mir so ein bisschen noch in dem Spiel. So ein bisschen die Übersichtlichkeit, dass man da hingeleitet wird, wo das Problem ist. Wir haben zwar hier oben diesen Reiter, der uns zeigt, wo Probleme auftauchen, aber er leitet uns nicht so wirklich in die richtige Richtung, wie wir die Probleme lösen können. Vielleicht gibt es da auch nicht diesen einen Weg, wie man die Probleme lösen kann. Wahrscheinlich wird es so sein. Naja, jetzt bauen wir erstmal hier alles. Jetzt sind wir bei Minus im Moment. Gerade waren wir noch so schön im Plus. Aber wahrscheinlich, weil wir jetzt doch ein bisschen sehr viel bauen. Aber egal, wir kommen schon wieder ins Plus. Polizei höher setzen können wir machen, dann müssen wir auch vorher die Bürokratie noch ein bisschen ausbauen. Weil da haben wir immer starke Schwankungen drin. Das könnten wir machen, ja. Die ist zwar schon sehr hoch, ich glaube, die ist schon bei 4. Ja, das können wir machen. Stahleisenbahnwaggons wurden freigeschaltet. Tankwagen für Ullbauanlage, Stahlpassagierwaggons für Eisenbahn und Elektroeisenbahn. Okay, sehr schön. Bauen wir hier gerade was? Ich weiß es nicht. Wie immer, was ist hier? Ihnen fehlt Glas? Okay, denen fehlt Glas. Und wir haben ein bürokratisches Defizit, ja, das weiß ich schon. Denen fehlt Glas. Jetzt wollte ich aber erstmal Regierungsverwaltung hier ausbauen. So. Glas. Können wir denn bei den Glasfabriken was verbessern? Glashütten. Nee, haben wir schon. Keramik, Knochen, Porzellan, das wäre aber weniger Glas. Nee, das passt nicht. Das haben wir noch nicht. Okay, da können wir nichts verändern. Wir könnten höchstens Glashütten bauen. In Skandinavisch Togo hätten wir sogar eine Glashütte. Warum haben wir da eine Glashütte? Ach, das haben wir von den Dänen übernommen. Das war nicht unsere Idee. Und in Götaland haben wir Glashütten. Wo können wir noch eine Glashütte bauen? Wir können noch hier bestimmt eine. Nein, hier wollte ich hin. In Westnorwegen können wir doch bestimmt noch eine gute Glashütte unterbringen.
Ja, können wir. Da bauen wir zwar schon die Chemiefabriken, aber eine Glashütte geht auch noch. Vielleicht sogar zwei. Besucher aus den Kolonien, das kennen wir schon. Herero waren bei uns. Nichts als Lügen und Allüren. Oder es könnte nützlich sein, die Perspektive sich anzuhören. Nein, alles Allüren, Wiederschauen. Können wir dann hier schon unsere erste. Oh Gott, Österreich ist im Krieg, glaube ich. Hallo? Nee, ich will nicht den Markt angucken. Warum soll ich denn den Markt angucken wollen? Ich will schauen, mit wem Österreich im Krieg ist. Wieder mit Frankreich oder immer noch? Ich glaube, immer noch. Wir sind tatsächlich immer noch mit Frankreich im Krieg. Das ist ja ein Ewigkeitskrieg. Kaltsubventionen sollen beschlossen werden. Na, siehst du mal, das könnten wir doch nutzen. Das könnten wir nutzen. Es ist sehr teuer, aber vielleicht ist es nicht so teuer. Vielleicht können wir es, vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht kriegen wir es hin. Trotz unseres erklärten Ziels, den Sklavenhandel in Afrika zu beenden, deuten jüngste Berichte darauf hin, dass Arbeiter in Namaqualand unter unseren eigenen. Das kennen wir ja schon. Gut, dann nehmen wir das hier. So, was wollte ich gerade machen? Ich wollte jetzt erstmal lesen, was du geschrieben hast. Ich habe letztens mal einen Versuch mit China gemacht. Die kolonisieren extrem schnell, aber allein die Einführung des Kolonialamtes kostet gute 2000 Bürokratiepunkte. Da ich zuletzt noch die Polizei eingeführt hatte, musste ich quasi erstmal gefühlte 10 Jahre lang nur Regierungsgebäude bauen. Du meine Güte. Die Kolonisierungsgeschwindigkeit richtet sich ja nach der Gesamtbevölkerung. Ah, das ist auch interessant. Also die Amerikaner, die booten uns hier aus. Schaut euch das an. Die Amerikaner sind hier sehr schnell und wir sind zu langsam. Die werden sich hier ein großes Stück von Hereroland holen. Aber dafür sind wir hier ganz gut dabei. So, Goldmine. Wir könnten hier schon mal die erste Goldmine bauen. Das nützt uns aber wahrscheinlich noch nichts, weil wir noch keinen Anschluss haben. Ne? Wir müssen wahrscheinlich erstmal Eisenbahnen bauen, weil wir noch keine Infrastruktur haben. Doch, wir haben zwei Infrastrukturen. Ein bisschen Infrastruktur haben wir also. Ich baue eine Goldmine. Her damit. Jetzt sollten wir da wirklich ein bisschen aufpassen mit dem Bauen. Jetzt bauen wir zu viel. Schaut euch das an, diese lange Bauliste, vor allem die Kasernen. Aber die Kasernen brauchen nicht lang. Die Kasernen selber, glaube ich, brauchen nur ein, zwei Wochen. Ein großer Teil der schwedischen Bevölkerung migrierte in den Staat Afrikanisch Grabenbruch sowie die umliegenden Staaten. Was ist denn jetzt los? Was? Warum? Wo? Hier oben oder wo? Ich meine, Grabenbruch ist doch hier irgendwo. Im östlichen Afrika oder nicht? Oder ist es hier? Ein patriotischer Forscher und Partisan einer Interessengruppe Kirche von Schweden hat das Land in skandinavisch Nordkap kartiert. Verträge mit örtlichen Anführern im Namen unserer Nation geschlossen, obwohl Skandinavien bereits eine Präsenz vor Ort hat. Wenn die Ansprüche des Forschers anerkannt werden, wird Skandinavien ausgesprochen wütend auf uns sein. Schon wieder diese komische Übersetzung. Warum sollten die denn wütend auf uns sein? Wir sind doch selber Skandinavien. Skandinavien bekommt einen Anspruch auf die Staatsregion Nordkap. Ja, finde ich gut. Machen wir. Das war letztes Mal schon gut. 14 Verrufenheit bekommen wir. Ja, aber mein Gott. Wo ist der Nordkap? Hier. Ah, das ist hier. Ja, das ist ein Gebiet, das zu Großbritannien gehört. Na gut. Dann wird's Krieg mit Großbritannien geben. Na, dann schauen wir mal. Das wird ein Problem. Also Krieg mit Großbritannien wird ein Problem werden. Können wir uns eigentlich irgendwo mal einschleimen? Hier. Diplomatenaktionen einschleimen. Ne, können wir nirgends. Okay, wir können uns nirgends einschleimen. Könnten einen Verteidigungspakt machen mit niemanden. Warum steht hier eine 2? Wenn hier kein Land bereit ist. Großbritannien haben wir doch schon eins. Russland haben wir auch eins. Und Spanien haben wir, glaube ich, auch eins. Nee, ich glaube, mit Spanien haben wir sogar ein Bündnis. Handelsvertrag gebrochen. Russland hat seinen Handelsvertrag mit uns gebrochen. Das ist kein gutes Zeichen. Was ist hier los? Sie sind vorsichtig geworden. Ach so, weil wir so viel schlechten Ruf haben wahrscheinlich, ne? Wir sind berüchtigt. 33,8. Ja, das sinkt schon wieder. Großbritannien hat seinen Verteidigungspakt mit uns gebrochen. Ja. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie schaut's denn hier eigentlich mit
Beziehungen verbessern aus oder sowas. Geht alles nicht, gell? Geht alles nicht hier. Doch, Beziehungen verbessern. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Mit wem sollten wir uns mal unsere Beziehung verbessern? Eigentlich niemand, der jetzt hier so akut ansteht. Vielleicht mit Portugal. Ja, das können wir mal machen. So, unsere Bürokratie ist jetzt bei minus 160. Das ist schlecht. Weil wir keinen Handelsvertrag mit Russland haben. Daher kommt es. Das ist sehr, sehr schlecht. Da müssen wir jetzt gegensteuern. Da müssen wir jetzt richtig stark gegensteuern. Das ist sonst ganz schlecht. Hier. Ja, das ist ungünstig. So. Müssen wir. Oh, schaut mal, wir haben sogar so viel Bauvorhaben, dass es das gar nicht mehr angezeigt wird. Das ist aber merkwürdig. Das dürfte eigentlich nicht sein. Ah, hier, nächste Seite. Ah, okay. Besucher aus den Kolonien. Einige Intellektuelle aus Herero haben heute unseren Hauptsitz besucht. Das wissen wir doch schon. Schickt sie weg. Schickt sie weg. Nächste Seite. Hier. Die müssen wir eigentlich nach oben schieben, die Regierungsverwaltung. 60 Wochen, das sind ja 5 Jahre. Das dauert viel zu lang. Geht das denn jetzt nicht weiter? Alt und Klick, um es ganz nach oben zu bewegen. Okay. Alt und klicken. So. Und die Goldmine bitte auch mal nach oben. Das schaut doch jetzt gut aus. Ja. Ja, so machen wir das jetzt. Erstmal die Regierungsverwaltungen. Wir müssen jetzt dringend, weil das wiederum unser Geld kostet. Die Autorität haben wir auch ganz wenig. Na, eine unverschämte Expedition, nicht schon wieder. Wer ist denn jetzt hier wieder? Das skandinavische Herero-Land, eine amerikanische Expedition. Das wissen wir doch, sie sollen umkehren. Da kriegen wir aber schon wieder Verrufenheit. Ja, das können wir uns nicht leisten. Da verlieren wir Prestige. Ja, okay. Da müssen wir jetzt den Prestigeverlust in Kauf nehmen. Das ist dann leider jetzt so. Ja, das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Wir werden den Status einer Großmacht leider wieder verlieren, Leute. Denke ich. Ja, wir können jetzt Militär bauen ohne Ende. Ja, das können wir machen. Wir haben auch genug Geld. Aber naja. So, Gehaltssubventionen beschließen. Genau das wollte ich eventuell machen. Da sind die Gewerkschafter dafür, aber die Grundbesitzer sind dagegen und die Industriellen sind dagegen. Aber die Grundbesitzer sind eh nur ganz wenige. Das Problem ist, dass es halt sehr teuer ist, wie du gesagt hast, ne? Also ich habe gesagt, das ist sehr teuer und im Moment haben wir eigentlich gar nicht so viel Geld. Tja. Aber die Gehaltssubventionen bringen uns gar nicht so viel. Das Armengesetz würde uns eher mehr was bringen. Weil das minus 15% politische Stärke für alle, die Sozialhilfe beziehen. Und das heißt, die sind dann ein bisschen raus aus der Politik. Gehaltssubventionen bringen plus 50% Sozialhilfezahlungen und plus 10% Sozialhilfezahlungen für die Institution Sozialhilfe. Obwohl die Sozialhilfe wahrscheinlich dann schon wieder was bringt. Wird uns jetzt hier leider nicht angezeigt, was sie genau bringt. Aber irgendwas wird sie schon bringen. Da müssen wir uns mal überlegen. Im Moment ist es eigentlich eher Gold in Freistadt entdeckt. Was ist denn Freistadt? Ah, Oranje. Irgendein Land wurde unterworfen. Das ist aber leider schon weg. Fehlgeleiteter Imperialist, nicht schon wieder. Ein patriotischer Forscher hat das Land in amerikanisches Heligoland aktiv kartiert und die Verträge mit den örtlichen Anführern, die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir würden einen Anspruch bekommen auf Heligoland.
Tja, irgendwie ist es, läuft es gerade ein bisschen ungünstig jetzt hier unsere Kolonisierung, ne? Du hast ja auf Stahlbauweise umgestellt, daher bist du so im Minus. Vielleicht solltest du erwägen, ein paar Baubetriebe abzureißen. Kann man machen, aber dann dauert das natürlich auch wesentlich. Ach, schaut mal diese blöden Amerikaner hier an. Warum haben wir denn dieses Ding hier nicht weggeätzt hier oben, damit die da nicht sich da reinzecken können? Das nervt mich jetzt. Nervt mich jetzt ein bisschen, dass die Amis da sich ja so reinzecken hier. So, wir könnten einen Anspruch auf Hereroland generieren, würden aber 14 Verrufenheit bekommen, was natürlich schon sehr viel ist. Vor allem, weil wir schon 32 haben. Dann wären wir zum Buhmann. Nee, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Nee. Wir lehnen ab. Das können wir nicht machen. Ich glaube, minus 24.000 ist noch okay. Wir haben nicht so viel Schulden. Wir lassen es jetzt erstmal laufen. Wir können es dann immer noch umstellen. Ich glaube, im Moment ist es noch okay. Und in 3 Wochen werden hier die Goldminen gebaut. Das ist doch erfreulich. Wie schaut es mit unseren Parteien eigentlich aus? Okay, im Moment ist es hier ruhig. Die sind wieder unzufrieden, die sind auch unzufrieden. Wollten die Landbewohner nicht auch zu irgendeiner anderen Partei? Ich weiß es gar nicht mehr. Agrarismus sollen wir beschließen. Was ist denn jetzt los? Nee, auf gar keinen Fall. Okay, ich guck mal ganz. Jetzt sind wir wieder weniger Minus. Das ist gut. Ich glaube, weil teilweise die Bürokratie jetzt gesunken ist. Das ist das Problem. Weil wir so wenig Bürokratie haben, haben wir sehr viel Steuerverschwendung. Schaut mal, jetzt ist die Bürokratie bei minus 5, 54, jetzt sind wir schon wieder bei plus. Alles gut. Alles gut. Wir hatten einfach bloß ein paar Regierungsgebäude gebraucht. Und die sollten jetzt fast alle gebaut sein. Noch nicht alle, 2 Stück kommen noch. Wenn die auch noch gebaut sind, sind wir hier wieder im Plus. Dann können wir auch die Bürokratien hier wieder ausbauen. Weil wir ja hier gerade am Ausbauen eigentlich sind. Das passt. Läuft. Gut. Wo waren wir gerade? Besucher aus den Kolonien. Nicht schon wieder. Nichts als Allüren. Auf Wiedersehen. Und ich glaube, ja, tatsächlich, die Goldmine ist gebaut. Die Goldmine ist gebaut. Leute, Gold, 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 Gold. Sehr schön. Ach, wir bauen noch eine zweite. Nein, wir brauchen keine zweite. Wir können noch eine zweite bauen. Wir können noch eine zweite bauen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Oh, das wird sich natürlich schon lohnen, hier die Kondensationspumpe einzuschalten. Aber da bräuchten wir sehr qualifizierte Arbeitskräfte. Ich glaube, so viel haben wir im Moment hier nicht. Aber wir können Dynamit einsetzen. Da werden die Sprengstoffe aber noch teurer. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Aber das Dampfhilfaggregat, da werden die Motoren teurer. Auch nicht gut. Wir lassen es jetzt erstmal so. Auf niedrigem Niveau. Wir könnten nur eine zweite Goldmine bauen. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Die Amerikaner. So, wir sind fast wieder. Oh, schaut mal, warum sind wir denn mit dem Einfluss eigentlich so niedrig? Was ist denn jetzt los? Ach so, wegen der Fremdenfeindlichkeit wieder mal. Weil eigentlich, da wir ja jetzt die Handelsverträge mit Russland verloren haben und den Verteidigungspakt mit Großbritannien verloren haben, müssten wir eigentlich beim Einfluss wieder stark positiv sein. Eigentlich. Ach, weil wir eine Mittelmacht sind. Wir sind wieder eine Mittelmacht. Das ist das Problem. Wir haben unseren Großmachtstatus verloren. Ja, wir sind wieder eine Mittelmacht. Wir haben nur noch 522 Prestige. Okay. Das erklärt's. Das erklärt's. Dann müssten wir eventuell einen Vertrag wieder, zum Beispiel bei Portugal, Beziehungen verbessern, müssten wir eigentlich rausnehmen. Ich lasse es mal ein bisschen laufen. Und dann nehmen wir es vielleicht demnächst raus. Besucher aus den Kolonien, nichts als Allüren. Mein Gott, lasst mich doch mal in Ruhe. Das ist pure Heuchelei. Immer derselbe Käse hier. Da kommt die Regierungsverwaltung. Müssen nicht auch bald wieder mal Wahlen sein, eigentlich? 1878, ja, nächstes Jahr. In einem Jahr sind Wahlen. In einem Jahr sind Wahlen. Ja, irgendwie sind die alle unzufrieden. Das Spiel ist auch gar nicht so einfach, oder? Finde ich jetzt.
Oder wie schätzt ihr das Spiel ein? Also ich finde das Spiel echt nicht einfach. Weil es so komplex ist wahrscheinlich. Ein Großteil der schwedischen Bevölkerung ist nach North Dakota. Was wollen wir? Warum sind denn unsere Leute nach North Dakota? Und vor allem ein großer Anteil bedeutet ja, dass Millionen Schweden jetzt weggewandert sind. Ich meine, North Dakota liegt hier, ja? Hier, da liegt North Dakota. Warum sind die Schweden nach North Dakota? Warum werden sie hier nicht angezeigt, wenn so viele angeblich so viele sind? Das stimmt doch was nicht. Ah, man kann sich das auch als Kreisdiagramm anzeigen lassen. Das finde ich eigentlich besser. Sehr gut. Okay, gut zu wissen. Das sind keine Schweden. Das sind alles Lügen. Das ist alles Propaganda. Unsere Schweden sind überhaupt nirgendwo hingewandert. So schaut es nämlich aus. Gut, die Chemiefabriken sind durch. Jetzt kommen gleich die ganzen Kasernen. Und die sollten eigentlich unsere Prestige wieder erhöhen. Hoffe ich. Aber wir sind da wieder gut im Plus, was die Bürokratie angeht. Das ist schön. Wenn man so einfach auch den Einfluss erhöhen könnte. Gibt es auch sowas wie Botschaften, sodass man den Einfluss erhöhen kann? Gibt es das auch? Die Verpflichtung, die wir gegenüber Frankreich schuldeten, ist abgelaufen. Das ist doch schön. Die haben nämlich mal unsere Schulden übernommen. Vielleicht machen sie es wieder. Könnte sein. Sprengstoffe sind teuer. Ja, das weiß ich. Da hatte ich eigentlich auch schon Gegenmaßnahmen ergriffen, aber die wirken noch nicht, diese Gegenmaßnahmen. Ich schaue mal ganz kurz den Aufruhr an, ob der sich verbessert hat. Ne, 66% hat sich ein bisschen verbessert. Da brauchen wir Infrastruktur, aber ich glaube, das habe ich schon in die Wege geleitet. Ich glaube, da wird schon gebaut. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Haben wir das schon in die Wege geleitet, in Westnorwegen Häfen zu bauen? Ich glaube schon. Ne, haben wir nicht. Okay, dann müssen wir das noch machen. Dann bauen wir hier nochmal zwei Häfen. Ich meine, Bausektor wäre hier auch nicht schlecht. Ich baue mal einen Bausektor. Weil wir doch dort relativ viel bauen. Und dann nochmal zwei Häfen. So. Gut, unser Prestige müsste jetzt ansteigen. Wir sind schon bei 435. Bei 535, ja. Prestige steigt an, dadurch, dass wir so viele Kasernen bauen. Das ist gut. Niederlande will nach Kongo und Niederlande hat Gabun kolonisiert. Wo ist Gabun? Ist das auch bei uns in der Nähe? Da ist der Kongo. Da ist Gabun wahrscheinlich, oder? Niederländisch Kongo steht jetzt hier. Gabun. Gabun sagt mir schon was. Das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Da war das da irgendwo gestanden? Warte mal, ich kann es suchen. Gabun. Da hinten ist es. Also doch hier. Da ist britisch Gabun. Da wird es irgendwo sein. Hier wahrscheinlich, oder? Nee. Naja, auf jeden Fall hier in der Gegend. Ja, das Spiel ist sehr komplex, aber es ist weniger willkürlich als zum Beispiel Crusader Kings. Ja, das kann passieren. Ui, danke, das mit der Umstellung aufs Kreisdiagramm habe ich nicht gewusst. Habe mich über diese Rechteckdiagramme wirklich schwer geärgert. Ja, ich habe es auch nicht gewusst. Jetzt habe ich es auch gerade erst rausgefunden. Ja, ich finde aber Crusader Kings 3 irgendwie ein bisschen leichter verständlich. Das liegt vielleicht auch daran, dass es mehr mittelalterlicher ist und deswegen vielleicht für mich als Fantasy-Autor ein bisschen leichter verständlich. Dampfschiffe, jetzt können wir Dampfschiffe bauen. Sehr gut. Sehr gut, das ist schön. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir das vielleicht sofort einsetzen wollen. Das ist hier, oder? Beim Hafen. Industriehafen. Für den Industriehafen brauchen wir Dampfschiffe, genau. Und die können wir jetzt bauen. Hier. Dampfschiffe. Dafür brauchen wir Kohle. Tuch, weniger Holz, aber dafür mehr Stahl. Aber das ist okay, das kriegen wir hin. Ausgedehnter Marineschiffbau, da würden wir mal Panzerschiffe und weniger Dampfer bauen. Nö, das wollen wir gar nicht. Das ist schon okay. Ach, wir bauen jetzt auch gleichzeitig Stahlschiffe.
wie es ausschaut. Was ist denn jetzt los? Ach, die Sprache wieder. Ja, bringt ihnen die richtige Sprache bei. Das hatten wir letztes Mal auch schon. Das waren die Schiffswerften. Und dadurch müssten wir jetzt die Häfen umbauen können, weil wir ja jetzt Dampfer haben. Na, das ist noch nicht, glaube ich. Das ist noch nicht implementiert. Wir müssen nur kurz warten. Ja. Wahrscheinlich brauchen wir da einfach mehr Dampfer. Ich mach das mal. Ich stelle es mal auf Industriehafen um, mal schauen, ob es gleich ein Problem wird. Gesetzeshüter ist auf Stufe 5. Und Importroute für Kriegssegelschiffe abgebrochen. Wir können mal gucken. Was ist denn hier los jetzt? Was ist denn das? Das ist ein Diplomatiespiel, oder? Ja, das ist ein Diplomatiespiel von Zansch. Frankreich möchte gerne Zansch, den Oman erobern. Das sollen sie doch mal machen. Da müssen wir jetzt nicht uns unbedingt einmischen, würde ich sagen. Beispiel. Ach, warte mal. Nee, du hast jetzt noch was anderes geschrieben. Ich habe nur Crusader Kings 2 gespielt und wurde von dem Spiel dermaßen heftig und oft auf den Arm genommen, dass ich mir Crusader Kings 3 gar nicht erst gekauft habe. Ich habe Crusader Kings 2 nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie... Also was sich da jetzt geändert hat in Richtung Zugänglichkeit. Beispiel, ich spiele ein Herzogtum in Mittelfranken und werde dreimal in 10 Jahren von anderen Mächten erobert, weil mein jeweiliger König meinte, Krieg führen zu müssen. Und bei der dritten Eroberung wurde ich vom neuen König komplett abgesetzt. Spielende. Nee, ich glaube, sowas passiert in Crusader Kings 3 nicht. Also zumindest ist es mir nie passiert. Und ich war jetzt auch kein Profi in dem Spiel. Ich fand es nicht so schwer. Das war relativ okay. So, jetzt ist die Frage. Sollen wir hier in diesen Krieg mit reingehen? Würde uns Frankreich denn etwas bieten? Können wir überhaupt was verlangen? Können wir was verlangen dafür, dass wir... ich glaube, wenn wir hier hingehen, oder? Wenn wir unsere Haltung auf neigt mehr in Richtung Frankreich setzen, dann bietet Frankreich uns was an. Kann das sein? Ich habe noch nie als passiver, also sozusagen als... Ich hab nie als Zusatzmacht das Diplomatiespiel bisher gemacht. Ich habe es immer nur als Agierender gemacht, nicht als Reagierender. Deswegen weiß ich das nicht genau, wie das genau geht. Aber wenn wir hier drauf klicken, dann unterstützen wir sie ja direkt. Ich möchte schon ganz gerne was fordern, zumindest einen Gefallen oder sowas. Das wäre schon schön. Amerika unterstützt hier und da wird aber auch viel unterstützt. Man kann nichts verlangen, man kann sich höchstens anbieten, mehr Richtung Frankreich und hoffen, dass Frankreich einem was anbietet. Okay, dann machen wir das mal. So. Was wollte ich denn gucken? Ja, ich wollte gucken, wie unsere Verrufenheit ist. Unsere Verrufenheit ist bei 27,7. Gut. Möchte Russland vielleicht wieder unseren Handelsvertrag haben? Das wäre doch schön. Und wir können mal fragen, wer unserer Zollunion beitreten will. Da unten, achso, das sind die Vereinigten Staaten. Ja, die würden natürlich nicht annehmen. Frankreich, klar, das machen die alle nicht. Aber diese kleinen Staaten hier. Das ist auch Amerika. Die Vereinigten Staaten sollen sich mal aus Afrika raushalten. Was ist denn hier eigentlich los? Die sind doch gar keine Kolonierungsregion. Verstehe ich nicht. So, oh, schaut mal. Zollunion beitreten an Norddeutscher Bund schicken. Sie würden das sogar annehmen. Aber ich glaube, das bedeutet, dass wir ihrer Zollunion beitreten, stimmt's? Ja, das wollen wir aber nicht. Wir wollen zu unserer Zollunion wechseln. Glaube ich. Ein Diplomatiespiel, der eine Zollunion zwischen zwei Ländern schafft, wobei das vorschlagende Land der Juniorpartner ist. Ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Italien. Zu unserer Zollunion wechseln an Italien. Das würden sie nicht annehmen. Aber das ist auch, glaube ich, nur wenn sie ein Juniorpartner sind. Weil die sind im Moment ein Juniorpartner bei Österreich. Da geht gar nichts. Die möchten nicht.
Ja, okay. Beziehungen verbessern. Ja, wir haben sowieso zu wenig Einfluss. Da muss man eh vorsichtig sein. Bitten, ein Protektorat zu werden. Das bedeutet aber auch, dass wir ihr Protektorat werden. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Bitten, ein Tributgeber zu werden, will keiner. Ein Handelsvertrag, da haben wir es doch. Handelsvertrag. Also. Ja, da haben wir schon. Wir haben ja schon vier Handelsverträge, aber Russland möchte nicht. Ach, weil wir nicht genug Einfluss haben. Ja, das ist das Problem. Verteidigungspakt haben wir immer noch einen mit Russland, das haben sie nicht gekündigt. Und dann schauen wir mal, wie viel Uhr haben wir jetzt denn dazwischen? 10. Ich werd demnächst aufhören zu streamen. Vielleicht warten wir hier noch, bis sich das hier geklärt hat und dann beende ich den Stream erstmal. Okay, also Burgunder ist neutral, das interessiert uns eigentlich überhaupt nicht. Afghanistan ist auf Zeiten Omans. Afghanistan ist doch da ganz oben. Hier. Importroute für Kriegssegelschiffe abgebrochen. Abgebrochen. Ja, stimmt, weil wir keine Kriegssegelschiffe mehr herstellen, glaube ich. Sondern inzwischen nur noch Panzerschiffe, kann das sein. Da müssen wir aber auch unsere Marine umstellen. Unsere Marine müssen wir jetzt auch auf Panzerschiffe umstellen, würde ich sagen. Ja, Kriegssegelschiffe sind mega teuer. Wir müssen die jetzt auf Panzerschiffe umstellen. Das müsste uns aber auch wieder Prestige bringen. Und das wiederum müsste uns eventuell. Oh, das wird teuer. Ach, schaut mal, die Panzerschiffe sind gar nicht mehr so teuer. Nur noch 80 kosten die. Das ist eigentlich okay. Das müsste uns aber wieder nach oben katapultieren und vielleicht auch wieder zu einer Großmacht machen. Das wäre schon cool. Jetzt wollte ich mal kurz gucken. Hier, genau. Wie teuer sind denn die? Ja, Kriegssegelschiffe sind mega teuer, das ist klar. Klipper sind auch super teuer. Warum sind die Klipper so teuer? Warum sind die Klipper so teuer? Da muss ich gleich mal gucken. Wo sind die Dampfschiffe? Wo sind die Dampfschiffe? Die Dampfschiffe sind hier gar nicht, oder? Das ist der Strom. Der Strom ist mega billig, weil keiner Strom braucht. Moment. Da sind die Dampfschiffe. Die Dampfschiffe sind mega billig. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So, die Clipper. Warum gibt es mit den Clipper ein Problem? Ich hoffe, ich habe mit meiner Geschwätzigkeit nicht deinen Streamflow ins Stocken gebracht oder so. Überhaupt nicht. Ich bin sehr froh, dass du da bist und dass man sich ein bisschen unterhalten kann. Das ist doch super. Das ist ja der Sinn von einem Stream. Sonst würde ich ein Let's Play aufnehmen. Das mache ich ja auch. Also auf YouTube findet ihr Let's Plays von mir. Aber die Streams sollen ja interaktiv sein. Dafür sind die ja da. Also, das ist ja genau das, was ich will, dass jemand kommt und ein bisschen reinquatscht, in Anführungszeichen. Können wir denn Herero irgendwie angreifen, um das, uns zu holen? Das geht nicht, gell? Das geht nicht. Die müssen uns angreifen. So, jetzt wollte ich nach den Clippern nochmal schauen. Warum ist das so teuer geworden? In den Häfen stellen wir, glaube ich, Clipper her. Oder in den Schiffswerften. Ich glaube, in den Häfen stellen wir Clipper her. Ja. Interaktion. Darum schaue ich mir eigentlich nur kleinere Streamer an. Ja, das ist doch schön. Da kannst du auch wirklich interagieren, das stimmt. Da hast du recht. So, die Clipper stelle ich, glaube ich, im Hafen her, wenn ich mich nicht täusche. Das müsste hier sein. Stellen wir hier keine Clipper mehr her, sondern nur noch Dampfer. Kann das sein, dass es das Problem ist? Nee, hier stellen wir Konvois her. Hier stellen wir Konvois her. Wo waren denn nochmal diese Clipper? Ich finde die nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Die müssten bei den Schiffswerften sein, eigentlich. Die Schiffswerften sind super unproduktiv. Schaut euch das mal an. Was ist denn da passiert? Ach, weil die Dampfer so wenig kosten, weil die Dampfer nicht verbraucht werden, aber. Die Dampfer werden doch verbraucht. Die Dampfer werden doch verbraucht. Also die stellen gar keine Clipper mehr her, wenn sie Dampfschiffe herstellen. Ah, okay. Nee, das dürfen wir nicht machen. Das war falsch. Das war falsch. Ich stelle zurück auf Holzschiffe. Okay. Gut, das war falsch. Wo waren wir hier? Hier. Wenn wir Dampfschiffe wählen, dann stellen wir nur noch Dampfschiffe her. Das ist natürlich falsch. Wir müssen auch Clipper herstellen.
Gut, da stellen wir aber gar keine Dampfer mehr her. Das ist. Okay, dann müssen wir das individuell einstellen, ich merke schon. Dann würde ich sagen, in Seeland und in Westnorwegen, da stellen wir verstärkte Holzschiffe her. So, dann haben wir beides. Dann haben wir hier die Dampfer hergestellt und da vielleicht auch eher die verstärkten Holzschiffe. Dann stellen wir in Skånen und in Svealand, also sozusagen im ursprünglichen Schweden, stellen wir dann die Dampfschiffe her. Das sollte das Ganze ein bisschen normalisieren. Um die Dampfer in Häfen einzusetzen, muss man die Häfen entsprechend umstellen. Das hab ich schon gemacht. Das habe ich schon gemacht. Ich habe die auf Industriehafen umgestellt und da müssten eigentlich die Dampfer verbraucht werden. Und jetzt haben sie auf einmal Warenzufuhrknappheit bei den Dampfern. Ich glaube, dass da noch ein Fehler drin war. Da war irgendein Fehler drin. Ich glaube, ich baue sowieso noch ein paar Häfen, ne? In Norwegen. Zwei Häfen in Norwegen, ja. Pass auf, dann stellen wir Seeland auch auf Dampfer. Dann passt das, glaube ich. Ja, dann haben wir hier die Clipper. Ja, jetzt sollte es passen. Ich lasse jetzt mal ein bisschen laufen. Panzerschiffe abgeschlossen. Das verstehe ich jetzt nicht. In 160 Tagen ist Wahl. Das mit der Autorität ist auch nicht so optimal, ne? Aber gut, das ist nur ganz klein zu wenig. Und der Einfluss, ja, Wir sind ein bisschen gestiegen, was den Prestige angeht, auf 604. 605, wir brauchen nicht mehr so viel mehr. Das könnte schon sein, wenn wir jetzt noch ein paar Bataillone bauen, dass wir dann wieder hochkommen auf die Großmacht. So, was haben wir hier? Eine Doktrin von Eisen und Dampf. Die Einführung von Schiffen mit Metallrümpfen stellt nichts weniger als eine Revolution in der Kriegsführung der zur See dar, denn sie sind nahezu unverwundbar gegenüber traditionellen Geschosstypen. Admiral John Stirnblatt versichert uns, dass die skandinavische Feuerschaft auf den Meeren absolut sein wird. Das wird unsere Schlachtreihen unbezwingbar machen. 10% Marinedefensive. Metallbuge, Metallrammen, was soll schon schiefgehen? 20% Marineoffensive und Skandinavien herrscht über die Wogen. 10% Machtprojektion. Jawohl! 10% Machtprojektion, das könnte uns wieder zur Großmacht machen. Oder? Ich weiß es nicht. Sklaverei und Kolonialarbeit. Trotz unseres erklärten Ziels, den Sklavenhandel in Afrika zu beenden, deuten jüngste Berichte darauf hin, dass Arbeiter in Null State unter unserer eigenen Kolonialverwaltung nichts anderes, das haben wir schon ge das wissen wir schon. Gut, was wollte ich jetzt. Also wir hätten damals hier bei der Kapkolonie Nein sagen sollen und dafür bei Amerika Ja sagen sollen. Das wäre sinnvoller gewesen, aber gut, das ist es halt nun mal so. Da könnten wir inzwischen noch eine Goldmine bauen. Wir haben auch genug Arbeit, da machen wir das. Irgendwas wollte ich jetzt nachschauen. Ja, ob das jetzt mit den Häfen funktioniert hat. Wie ist es mit den Klippern? So, jetzt sind die Panzerschiffe wieder so teuer. Panzerschiffe sind mega teuer. Elektrizität ist jetzt auch mega teuer geworden, auf einmal. Und Glas hat sogar ein Zufuhrproblem. Ja, darum müssen wir uns dann beim nächsten Mal kümmern, auf jeden Fall, im nächsten Stream. Wie schaut es denn jetzt mit den Clippern aus? Die Clipper sind jetzt wieder günstiger geworden. Das passt. So, wer stellt die Panzerschiffe her? Das müssten doch die Schiffswerften sein, oder? Hier. Nee, die stellen nur Dampfer her. Die stellen nur Dampfer her. Und die Häfen wiederum stellen Konvois her. Nee, das ist es auch nicht. Die Marinebasis ist es, oder? Ja. Die Marinebasis stellt. Nee, die verbraucht Panzerschiffe. Na, wer stellt denn jetzt die Panzerschiffe her? Ich werde ganz wahnsinnig. Die Schiffswerften. Die Schiffswerften, da war ich doch gerade, oder war ich da nicht gerade? War ich nicht gerade in den Schiffswerften? Ich war doch gerade in den Schiffswerften. Natürlich war ich in den Schiffswerften. So, und die stellt Dampfer her. Warum stellt die denn Dampfer her? Die müsste doch eigentlich. Ah, hier, warte mal. Da ist der Knopf. Da ist der Knopf. Hier. Wir sind auf zivilen Schiffsbau, genau. Wir müssten hier auf Marineschiffsbau gehen. Dann stellen wir mehr Panzerschiffe her. So ist es nämlich. Weniger Dampfer, mehr Panzerschiffe. Genau, dann stelle ich mal auf Marineschiffsbau um.
Und zwar bei denen, die Dampfschiffe auch herstellen, ne? Mache ich das genau. Okay. Das sollte eigentlich passen. Und dann auch noch. Ne, das sind die. Hier noch. Bei in Svealand, okay. Gut. Ja. Heieiei. Okay, aber die Fischereien verwenden auch Schiffe. Da mal geschaut. Ja, die Fischereien, glaube ich, die benutzen die Clipper, oder? Ich glaube, die Fischereien benutzen die Clipper. Das ist, glaube ich, ländlich, oder? Hier. Die benutzen die Clipper, ja. Die Clipper sind ja okay. Und Fisch ist sehr teuer, ne? Fisch ist sehr teuer und hat auch eine Warenzufuhrknappheit. Da müssten die doch eigentlich voll produktiv sein. Wenn Fisch so teuer ist, müssten doch eigentlich die Fischereianleger voll produktiv sein. Ich verstehe das gerade nicht, warum die nicht produktiv sind. Weil sie nicht genug Angestellte haben, glaube ich. Das ist das Problem. So, die wollen uns nicht dabei haben. Die wollen uns nicht dabei. Frankreich möchte uns nicht dabei haben. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, wo müssen wir. Glas haben wir zu wenig. Genau, Glas haben wir zu wenig. Das müssen wir importieren. Ich importiere mal Glas. Und Clipper, glaube ich, können wir auch ein paar importieren. Das schadet nicht aus Norddeutschland. Und Glas. Glas, Glas, Glas. Du hast ja gesagt, das ist alphabetisch, ne? Ich finde es trotzdem nicht. Hier, okay. Glas aus Amerika. Das kostet uns aber viele Konvois aus Österreich. Würde uns Bürokratie kosten. Russland wäre gut. Aber Russland kostet. Nee, das ist dann doch nicht so gut. Wir nehmen mal Amerika und Großbritannien und Norddeutschland. So. Dann sollte es zumindest das mit dem Glas sich erübrigen. Oh, so viele unproduktive Handelsrouten. Muss man auch mal gleich gucken. Das kann vielleicht auch daran liegen, dass wir keinen Handelsvertrag mehr mit Russland haben. Ja, Schwefel, stimmt. Schwefel stellen wir jetzt selber sehr viel her. Die ganzen Schwefelminen sind ja alle gebaut worden. Glashütten werden jetzt gebaut, übrigens gerade. Und dann nochmal eine Goldmine und dann noch der Hafen, okay. So, jetzt sollten wir das doch ganz gut im Griff bekommen haben, oder? Mit den Dampfern. Ja, jetzt haben wir es im Griff bekommen tatsächlich. Schaut mal, wir haben jetzt nichts mehr, was so mega teuer ist. Glas ist noch ein bisschen teuer und Transport ist noch ein bisschen teuer. Da müssten wir vielleicht auch noch ein bisschen die Eisenbahn ausbauen, aber sonst ist es eigentlich definitiv okay. Kleidung, ja, Kleidung ist noch teuer und Fisch. Wie schaut es bei den Fischereien aus? Ländlich. Hier. Ich glaube, die hatten Probleme, weil sie keine Clipper bekommen haben, ne? Aber jetzt sind die Clipper ja wieder günstiger. Wo sind denn die Clipper? Ich glaube, die waren relativ weit unten. Da sind die Dampfer, das ist schön, die sind günstig. Das haben wir gut austariert. Da sind die Clipper, die sind auch relativ günstig. Ja, das passt. Und Dynamit ist jetzt auch wieder günstig, das passt auch. Wir sind im Plus, was den Einfluss angeht, weil wir wieder eine Großmacht sind. Ja! Leute, wir sind wieder eine Großmacht! Das ist super, das haben wir gut hinbekommen. Durch den Ausbau unserer Flotte und unserer Armee haben wir das hinbekommen. So, sehr schön. Mit diesem wunderbaren Zusatz werde ich jetzt noch das hier machen und dann werden wir aufhören für heute. Ach, das ist fantastisch. Wir sind wieder eine Großmacht. Eine unverschämte Expedition ins skandinavische Hereroland. Das bedeutet, wir würden uns gegen Amerika stellen, würden wir wieder 14 Verrufenheit bekommen. Das müssen wir aber dieses Mal, glaube ich, machen. Wo stehen wir da mit der Verrufenheit? Bei 26, da wäre bei 40. Ja, komm, das machen wir jetzt einfach. Ja, das machen wir jetzt. Und dann Brot und Butter an der Urne. Da der Preis für Fisch im ganzen Land sprunghaft ansteigt, sieht sich eine Partei Konservative dem unerbittlichen Druck der Opposition ausgesetzt. Man wirft ihr vor, leichtfertig mit dem Wohlergehen des Volkes zu spielen. Die Konservativen verlieren Momentum. Das ist uns aber eigentlich auch recht. Das sollen sie ruhig. Die sollen ruhig ein bisschen Momentum verlieren. Weil die eh wütend auf uns sind. Ja.
Na gut, die Streitkräfte nicht, aber die kleinen Bürger sind wütend. Gut, ja, das ist dann für die nächste Wahl interessant. Vielen Dank für den Stream und natürlich für das Abo. War sehr kurzweilig, außerdem mag ich dich. Könnte daher sein, dass ich wiederkomme. Das ist eine Drohung. Ja, ich würde mich sehr freuen, Dennis, wenn du wieder vorbeikommst. Würde mich wirklich sehr freuen. Da kann ich dir auch gleich verraten. Ich glaube, das ist auch der richtige Moment, ne? Also ich gehe mal in den Quatschmodus und dann erzähle ich, wann ich wieder streame.